Ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema bei mir, der Kraftsport, der wirklich sehr Danke. vernachlässigt ist, muss ich sagen. Also zumindest mal in den letzten 12 Monaten. Okay. Ja. Zu kurz gekommen. Was heißt zu kurz gekommen? Da war zum einen eben diese Schultergeschichte, Ja. wo ich jetzt eben weiß, dass es grundsätzlich nicht irreparabel ist, aber voraussetzt, dass man Sachen sehr gewissenhaft, sehr langsam macht und das Ganze in euer Motto, Consistency over Intensity. Ja. Und wenn du dein Leben lang eigentlich, ich bin schon ein kompetitiver Mensch, aber wenn du die ganze Zeit, dann musst du genau diesen Teil deiner Persönlichkeit da draus nehmen. Da geht es nicht um kurze Zeit viel erreichen, sondern möglichst Mobilität bewahren. Weil ich mein, wenn du die 40 passiert hast, ohne dass man jetzt sagt, man ist mit 40 nur eingeschränkt leistungsfähig, was ja ein Blödsinn ist, aber du musst anders trainieren. Das ist Fakt. Das geht nicht mehr. Das heißt, fühlst du dich momentan fit? Ja, also ich habe definiere fit, wenn ich sage, Unsere erste Frage. Definiere Fitness und Gesundheit und definiere Bewegung und fit. Sport. Fit im Sinne von, dass ich aufstehen kann und jederzeit einen Halbmarathon sozusagen, auch egal was am Tag vorher war, laufen kann, dann sage ich ja, fit. Wenn es darum geht, Fitness im Sinne von andere oder neue Reize umzusetzen, würde ich sagen, nein. Okay. Ohne jetzt zu sagen, dann völlig unfit, aber das ist nicht die Fitness, die ich aus dem Laufen messe. Jetzt Kerndisziplin ist. Fürs Schwimmen würde ich auch sagen, da ist eine super Fitness da. Aber wenn ihr mir jetzt sagt, wir machen heute mal ein HIIT-Training, dann werdet ihr da einen jammernden, sabbernden Lappen haben. Es ist immer die Frage, was man braucht, was ist notwendig, meine gewisse Grundfitness. Diese Es Philosophie geht von Joshua eher, Bear auch etc. es geht auch darum, zu sagen, was ist mein Ziel? Weil die Leute oft kommen und sagen, ja, ich möchte. Also, wo liegt dein Ziel? Also ich sage, wo ist dein Ziel? Und wie viel Zeit hast du? Und dann muss man versuchen, die Zielsetzung und das Zeitbudget unter den Hut zu bringen. Und das Interessante ist, weil du gerade gesagt hast vorher, ja, im Kraftbereich bin ich so schwach, ja, dass du gerade im Kraftbereich mit relativ wenig Zeitaufwand relativ viel erreichen kannst. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, der immer wieder kommt, ja, wo ich habe Kraftsport nie in einem Maß gemacht, dass ich eben das könnte bestätigen, ja, weil ich in meinem Leben entweder habe ich exzessiv das gemacht, um in kurzer Zeit für ein bestimmtes Projekt mich in Form zu bringen und danach war es auch wieder gut. Ja, aber das Problem dabei ist, wenn du das so exzessiv in kurzer Zeit, um ein Ziel zu erreichen, um ein Projekt fertig zu schließen, ja, dann bist nachher, dann hast du es erreicht, dann fehlt dir die weitere Zielsetzung, dann bist so auch emotional müde davon, dass du sagst, ich will mir das nicht weiter antun und es bleibt ganz weg. Ich glaube, Und das ist ein dann wesentlicher ist Aspekt, das ja. langfristige, dann ist das langfristige Ziel Gesundheit der eigentlich, Fitness oder Gesundheit oder wie ich immer, dieser Reiz, den ich setzen kann, damit ich halt bis ins hohe Alter fit ne? bleibe in der Richtung. Das geht dann so nach hinten und dann habe ich so Wellen, wo ich immer, das ist so wie bei den Diätdamen, ja. Frühjahr Diät, 15 Kilo abnehmen, dann nehmen wir wieder zu, dann habe ich immer diese extremen Wellen. Ja? Und das ist natürlich für den Körper insofern nicht optimal, gesundheitlich gesehen, weil die Adaptationsprozesse für die verschiedenen Strukturen im menschlichen Körper unterschiedlich sind. Also die Muskulatur adaptiert in 6 Wochen. Ja? Das Herz sogar noch schneller, zum Beispiel Herz-Kreislauf-System, wenn ich Reize setze. Der passive Bewegungsapparat, der Knochen, braucht bis zu 1 Jahr. Also das heißt, wenn ich jetzt 3 Monate an Kraftreiz setze und dann wieder aufhöre, dann hat der passive Bewegungsapparat
noch nicht daraufhin adaptiert. Wenn ich jetzt diesen Reiz so schnell setze, 3 Monate Vollgas, ja, kann es sein, dass ich diesen passiven Bewegungsapparat überfordere. Die Sehne braucht viel, viel länger als der Muskel, um zu positiv zu adaptieren. Und man sieht es bei den jungen Burschen, die in Richtung Bodybuilding und dann vielleicht so nicht so ganz erlaubten Mitteln greifen. Die Kraft nimmt zu, die blast auf, die haben die Kraft, nur der Übergang Knochen-Sehne ist noch nicht so weit. Mhm. Und die erhöhen so die Last und so die Intensität und das Volumen und alles, dass die knöcherne Bizeps-Sehnenabrisse haben. Da reißt einfach die Sehne aus, weil Sehnenknochen sagt, ich kann diese Last nicht mehr halten. Oder überhaupt die Belastungsbrüche. Also das genau. Ist, das ist auch etwas, was und deswegen braucht man so ein Basisprogramm, das kontinuierlich weitergezogen und durchgezogen wird. Und gerade die Läufer oder die Ausdauersportler wollen das halt nicht so gerne. Na, das kann ich nur bestätigen, weil ich vermute mal, ohne da jetzt Zahlen zu haben, dass wahrscheinlich ein Reiz im Kraftsport zu setzen wahrscheinlich ausreichend ist, wenn du das 2-3 Mal die Woche mit entsprechender einem guten Trainingsprogramm, ja. 20, 30 Minuten wahrscheinlich völlig ausreichend sind, um long-term zumindest ja. A, nicht nur Muskelerhalt, sondern auch Aufbau zu machen, ist natürlich altersabhängig. Aber das ist, ich muss wirklich sagen, was mich betrifft, ist da so die mentale Schwelle zu überschreiten, dieses sich quälen. Das ist aber interessant, weil ich bereit bin, mich zu quälen, wenn es um ganz andere Sachen geht, wo man sagt, da geht es gar nicht um 10 oder 20 ja, Minuten. Aber weißt du was der sprengende Punkt ist, wenn du hast du leistungsorientierten Sport gemacht? Ja. So. Der sprengende Punkt bei ex-leistungsorientierten Sportlern ist, wenn die jetzt da wegkommen von einem leistungsorientierten, wettkampforientierten zu einem gesundheitsorientierten Training, dass die Zielsetzung anders ist und dass diese Menschen immer dieses Quälen als normativ haben. Mhm. Es muss aber keine Qual sein. Du setzt nicht unbedingt den Belastungs- oder den Reiz, der dich weiterbringt, indem du dich quälst. Aber das musst du rauskriegen aus deinem Mindset. Ja? Genau. Ich kenne es ja selber von mir, wo ich ja auch leistungsorientierten Sport betrieben habe, das zu ändern, ist im Kopf ja schwer. Weil immer wieder Leute sagen, ja, und da muss ich. Und da. Nein, musst du nicht. Damit du einen stabilen Rumpf, es geht ja darum, damit der Rumpf stabil ist, damit der Hintern funktioniert, damit ich diesen Übertrag für meine Hauptsportart, die Laufen, Radfahren, Schwimmen, wie auch immer ist, brauche ich so ein standardisiertes Minimalprogramm. Das reicht schon. Und das muss keine Qual sein. Das ist vielleicht anstrengend, aber keine Qual. Das ist effizient. Ich muss auch nicht 3 Tage annähernd bewegungslos sein, damit, ja, weil ich überall Schmerzen habe, sondern ich soll vielleicht nach dem Training mich besser und frischer fühlen als vorher. Und dann ist das Normativ der Qual weg. Und dann ist auch die Ausrede, ich mag mich da nicht quälen, weg, weil es ja nicht um Quälen geht. Das ist aber ich bin bei dir. Es ist wirklich so, wann immer jemand, wir haben es ja auch mit Marco ja. Ich möchte jetzt mir da sozusagen die Lorbeeren anheften, aber wenn es ums Laufen geht, ich weiß noch, zum Radfahren werde ich Marco nie bekommen. Das heißt, das ist ein rotes Tuch, da egal was passiert, vielleicht finanzielle Anreize oder so. Aber beim Laufen war es ähnlich, weil ich gesagt habe, Laufen ist etwas, wo du viel Geduld am Anfang reinstecken musst, bevor du einen Mehrwert hast im Sinne von, der Körper macht es mit, der Sehnen, der Bänderapparat, bis das sich angepasst hat, das kann 1-2 Jahre dauern und dann kommt der Spaßfaktor, bei dem du jetzt bist. Ja, also wenn ich sehe, wie oft ihr Postings habt, wo es ums Laufen direkt geht, ich freue mich, super. Und ich weiß aber auch, dass du vielleicht eben dieses halbe Jahr, dieses wirklich durchgehen, wie der Zahnarztbesuch, ja, den musst du einfach überstehen und das ist, glaube ich, das Schwierigste für mich im Moment, einfach zu sagen, okay, ich baue es halt gerne über die
über das Gefühl, über die Emotion auf. Wenn ich jetzt ein gutes Laufprogramm, wenn ich eben zu laufen beginnen möchte oder Radfahren oder ein gutes Kraftprogramm habe und ich schieße mir damit nicht aus dem Leben und ich habe dann keine Schmerzen und keine Probleme, ja, sondern ich fühle mich nachher besser als vorher. So. Dann geht es immer um die Emotion und das Gefühl, das ich nach dem Training hatte. Und wenn ich dann in diese Kontinuität kommen will, dann geht es immer darum, willst du das Gefühl haben, dieses gute Gefühl, dann musst du dich 5 Minuten vorher überwinden, damit du reinkommst. Wenn du drinnen bist, ist dir eh wurscht. Ja. Es geht immer um den Beginn. Wenn du in deinem Kraftprogramm bist, denkst du dann immer darüber nach, ob der anzipft oder nicht. Yes. Der Antrieb. So. Und der Antrieb ist, ich möchte dieses gute Gefühl haben. Aber sagst du dann, dass man, was man erreichen muss, dass man mental nicht den Prozess speichert, sondern das Ergebnis, nämlich oft, das Gefühl, ja, wie es danach ist. Weil ich sage ja auch, warum machen wir einen Ausdauersport, warum gehen wir Radfahren, ja, schwimmen, laufen? Ja. Ganz ehrlich, es geht in den seltensten Fällen bei mir jetzt darum, klar, ich habe währenddessen Spaß, ich habe Denkprozesse, ja, ja, die ich anregen kann, die ablaufen, aber der Moment danach. Ja. Diese Zufriedenheit. Das ist der. Und das sind definitiv deine Lorbeeren, was das Laufen betrifft, was du dir hinsichtlich meiner Leistungsanfänge da irgendwie in die Wege gebracht hast. Aber wir haben, deswegen gehe ich laufen jetzt. Wir haben Krafttraining bei Marco ja genau das Gleiche. Ja. Wo der Marco ja in gewissen Bereichen exorbitant gut ist, weil er halt so der klassische war, naja, ich war das 68 oder 65 Kilo Bohnenstange und gemacht, nein, und hat auf dem Weg viele, viele Fehler gemacht, ernährungsmäßig, trainingsmäßig, nur ist so. Und dann schauen wir uns, ich glaube, dass da eine gewisse Genetik dahinter steckt, bei Kinder sofort da gut. Und dann versuchen wir nicht nur Muskeln aufzubauen, sondern Bewegungen zu kreieren. Und plötzlich muss im Langhanteltraining der Marco, der so stark ist, mit den Mädels mit der leeren Hantelstange hantieren, weil mehr nicht geht. Weil er es einfach von der Bewegung her gar nicht kann. Ja? Es geht und er hat halt Muskeln. Und ich sage, ja Marco, jetzt machen wir vielleicht Bewegungen. Ja? Weil ich muss ja mit diesem Fleisch etwas beginnen. Ich habe das Fleisch nicht nur, damit es im Boot gut ausschaut oder damit ich mein Gewand ausfülle, sondern ich möchte mit dieser aktiven Muskelmasse etwas tun. Und dann möchte ich vielleicht einmal die Hantel vom, und das ist eine Grundbewegung, dass ich etwas vom Boden aufhebe und über Kopf kriege. Ja, aber wenn die Bewegung nicht funktioniert, dann kriege ich Kreuzschmerzen, und dann kriege ich Schulterschmerzen, dann kriege ich überall Schmerzen. Ja. Und liegt nach 20 Minuten effektivem Training chaosweise auf der Seite und röchelt nach Luft. So, das ist der Ansatz, an Bewegungen zu denken. Und ich sage es in manchen Ausbildungskursen, wo ich unterrichte, Leute, es geht ja darum, in letzter Konsequenz macht man das wir nennen es Vorsorge, Instandhaltung. Ja? Das ist ein Frontload. Dass wir einfach im Alter selbstbestimmt unser Leben führen können. Das heißt, dass wir mit 85 oder 90 unseren Einkauf noch nach Hause bringen können, dass wir in den dritten Stock steigen können und wieder runtergehen können, dass wir sozial mit anderen Menschen dadurch interagieren können und nicht daheim sitzen. Also jetzt so ein Beispiel, mal von einer Dame gehört, die war nicht 80 plus oder so, wohnt im 3.5. Stock, wo dann keinen Lift gibt, weil es gibt nur 4 Stockwerke, so, wohnt da oben und schafft es alleine nicht mehr runterzugehen und wieder hochzugehen. So, und dann haben wir einen Sommer, wo es annähernd 40 Grad hat und die sitzt den ganzen Tag unterm Dach und wartet, bis irgendwer kommt und sie abholt. Ja, die kann nicht einkaufen, die kann nicht rausgehen, die kann nicht in den Park gehen, die kann nichts. Die sitzt in ihrer und wartet Wohnung
wo es drinnen wahrscheinlich auch 50 Grad hat und warte den ganzen Tag, dass vielleicht irgendwer kommt, und dann kommt dreimal in der Woche die Heimhilfe und so. Ja, das darf nicht passieren. Aber dazu müssen wir diese Reize setzen, weil diese Reize ja von Natur aus nicht mehr kommen. Wir haben sie nicht mehr und wir sind noch genetisch Steinzeitmensch. Am Tag 40 bis 60 Kilometer Fortbewegung, gehend, laufend, krabbelnd, kriechend, kletternd und. Und diese Reize haben wir in unserem Alltag nicht mehr. Und jetzt müssen wir diese Reize einfach durch Training setzen. Dass wir einmal ziemlich lange unser selbstbestimmtes Leben führen können, ohne dass wir irgendwo eine Hilfestellung brauchen. Und dieses Thema wird sozial, politisch ganz, ganz brennend, weil wenn wir jetzt die Diskussionen uns anhören und anschauen, dass immer mehr Leute, Menschen immer älter werden, teilweise auch kränklicher älter werden, viel länger in Pension sind, als sie erwerbstätig sind und wir viel mehr Pflegepersonal brauchen, die diese betreuen, das geht sich ja vom Gesamtsystem nicht mehr aus. Das heißt, die Menschen müssen dorthin kommen, dass sie es selbstbestimmt so lange wie möglich tun können. Aber was sagst du, ich meine, gut, das ist wahrscheinlich eher ein sozialpolitisches oder gesellschaftspolitisches Thema, aber was sagst du, dann muss dann der Staat, die Gesellschaft Anreize setzen, weil wenn man sich jetzt mal die Versicherungsstrukturen anschaut, ja, wie unser System ist, obwohl sie vielleicht Gesundheitsversicherung heißen, eher wirklich da auf Krankheit aufgebaut und Krankheit ist das Verdienstmodell logischerweise. Aber es müsste ja genau umgekehrt sein. Ich kenne das, wobei das natürlich vielleicht dann datenschutzmäßig ein Thema ist, was ich nicht teile. Aber ich kenne es aus Südafrika, wo Versicherungsgesellschaften eben Tarifmodelle haben. Du unterwirfst dich verschiedenen Tarifmodellen, die daran geknüpft sind, wie viel Daten gebe ich preis. In der Regel Gesundheitsdaten. Da geht es jetzt nicht nur, rauche ich, trinke ich regelmäßig sonst was, sondern ich teile Daten meiner Smartwatch, meines Smartphones mit dem Versicherer. Kriege ein Punktesystem, das Punktesystem ist an ein Beitragssystem gekoppelt und ich kann, wenn ich bestimmte Punkte erreiche, eben eine bessere medizinische Versorgung im Anlassfall in Anspruch nehmen. Aber da bist du halt wieder in dieser Big Brother is watching you Geschichte und ich muss, vor dem habe ich weniger die Angst, ja, aber ich hätte Stress, das durchzuführen, weil ich auch, wenn ich laufen gehe, mache zum Beispiel keine Smartwatch auf die Tour, weil ich habe sie nie dabei. So, ja. Und ich das Handy nicht immer habe, weil am Sonntag lege ich es irgendwo hin und lasse es mal liegen. Also ich bin da nicht verfolgbar, nicht weil ich nicht verfolgbar sein will, sondern weil ich mich nicht darum kümmere, jetzt muss ich eine Uhr auf die Tour, jetzt muss ich ein Handy mitnehmen, jetzt muss ich die App einschalten. Mag ich nicht. Ja. Weil das verursacht wieder Stress. Ich möchte ja selbstbestimmt sein. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich immer denke, so wie kolportiert wird, ich weiß nicht, ob es genau so ist, aber wie es im fernen Osten, wo quasi in der traditionell chinesischen Medizin quasi, wo der Arzt Geld bekommt, wenn ich gesund bin. Und nicht, wenn ich krank bin. Ja? Also wenn jeder so seinen... Ich habe seit 25 Jahren keinen Hausarzt, weil ich ihn nicht brauche. Ich gehe nicht hin, weil wenn ich einen Schnupfen habe, dann nehme ich Vitamin C und trinke einen heißen Tee und wenn es zu schlimm wird, lege ich mich nieder. Und wenn ich Fieber habe, lege ich mich ins Bett und haue mir die Decken drüber und bleibe zwei Tage liegen und schwitze mir aus und dann gehe ich wieder arbeiten. Aber ich gehe nicht Antibiotika holen und... Weißt du, was ich meine? Das ist so. Aber wenn jeder so seinen hat und jeder Arzt so seine Population hat an Menschen und einfach Geld bekommt, je gesünder die Menschen sind, ja, dann würden sich die Leute vielleicht bemühen, gesund zu sein. Jetzt ist es ein Statussymbol, etwas zu haben. Ich hab ja. Die Menschen sagen, du, ich kann das nicht, ich hab ja. Und, was heißt das? Weiß ich nicht. Es steht halt oben, ich hab. Ich hab. Aber man kann es ja auch umgekehrt sehen, was ist, wenn man jetzt einen Arztbesuch
muss in der Regel, wann gehen wir hin? Wir gehen hin, wenn wir irgendein vermutliches oder ein tatsächlich bestehendes Leiden haben. Man kann ja aber auch zum Arzt gehen und dann kann der Arzt genauso eventuell sozusagen seinen Umsatz generieren, wenn wir vielleicht überhaupt nichts haben, aber uns optimieren wollen. Und ja, ein Arzt ist sicherlich einer der besten Ansprechpartner, wenn es darum geht, okay, das könnte in der Zukunft ein Thema sein, in der, sozusagen in der Vorsorge, weil das hattest du ja gesagt, worum geht es? Es geht darum, nicht jetzt der Gesellschaft im Alter nicht zur Last zu fallen, sondern selbst teilzunehmen, aktiv Teil der Gesellschaft zu bleiben und nicht, wie du in diesem Beispiel gesagt hast, dass man irgendwann sich zurückziehen muss, weil man nicht mehr die Fähigkeiten hat, Interaktion zu betreiben, in körperlicher und vielleicht auch irgendwann in geistiger Hinsicht nicht, das nicht mehr leisten kann, dass man da vorbeugt. Es gehört einmal viel Aufklärung dazu. Das ist mal das eine Thema. Weißt du, die Frage ist, wie in vielen Bereichen, denke ich, wir haben so ein Spezialistentum aufgebaut, dass es jetzt der einzelne Handelnde den Überblick über das Ganze verliert. Wir haben die Unfallchirurgen, die Orthopäden, bum, 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 ja. Und dann haben wir beim Unfallchirurgen, der ist wieder der Schulterspezialist und der ist wieder der Kniespezialist und der Orthopäde ist wieder, der ist für die Hüfte und der ist für die Wirbelsäule. Und jeder ist in seinem Segment sicher Spezialist. Aber weg von seiner Spezialgeschichte wird es wieder dünn. Ja, und dieser Generalismus, ja, the body is one piece, das ist ein Stück und der interagiert von der kleinen Zehe bis zum kleinen Finger und wenn ich irgendwo eingreife, hat es irgendwo anders Auswirkungen und das nicht zu sehen, ja, weil da wird herumgeschnipselt, ja, in der Reparaturmedizin, da schnipselt man da eine und dort eine und wir wissen gar nicht, was. Die Kette wird in Wirklichkeit nicht beachtet. Ja, das ist auch das Thema, warum das Wissen das bewegt auch unter anderem gibt, weil wir ja uns mit anderen Leuten zusammensetzen wollen. Deswegen sitzt ja der Sportwissenschaftler mit der Physiotherapeutin zusammen im Normalfall, wenn es da wäre. Damit man eben dieses Übergreifende wieder und dieses Querdenken und dieses Querschießen ein bisschen wieder hineinbringt, um unter Anführungszeichen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte einen Plan für Bodybuilding, ja, sage ich, du, ich gebe dir da Telefonnummer oder zwei Nummern, geh dorthin, ich bin es nicht. Ich bin nicht der Bodybuilding-Spezialist. Und ich müsste mich so viel einlesen und so viel drum. Nein, das bin ich nicht. Ja? Ich bin mehr der drüber schaut. Der, wie wir vorher gesagt haben, wenn der Läufer kommt und irgendwo Hacker drinnen hat, sage ich, du, aber das Kraftprogramm wird für dich angesagt. Bevor es mehr läuft und anders läuft, und mach das Kraftprogramm, damit das passiert, damit... Aber was ist dann, ist dann deine Erfahrung oder eure Erfahrung, dass, wenn ihr euch als Generalisten versteht, ja, euer Selbstverständnis das eines Generalisten ist, wir aber in einer hochspezialisierten Gesellschaft leben und jemand mit einem Problem kommt und die Antwort dann vom Generalisten bekommt, sagt, okay, ich sehe verschiedene Aspekte, ich kann dir zu keinem dieser Aspekte die exakte Expertise geben, ich kann dich an die Hand nehmen, kann dich weiterleiten, kann die Verbindung schaffen, ist man dann nicht frustriert auch, weil ich persönlich begreife mich auch als Generalist jetzt in meinem Beruf, ja, wenn als Jurist, ich habe natürlich klar Felder, wo ich sehr, sehr spezialisiert bin und trotzdem immer dieses Interdisziplinäre über den Tellerrand schauen, nicht nur in der juristischen Disziplin verharren, sondern auch mal zu schauen, kann man vielleicht in der Soziologie was sehen, im Marketing, in der Kommunikation und so weiter. Aber wenn dann ganz konkret ein Problem kommt, bin ich dann wiederum auch froh, wenn es den Spezialisten gibt, dessen Leben ich aber nicht teilen möchte. Genau. Das heißt ja nicht, dass der Spezialist nicht auch eben jemanden wieder zu dem anderen schicken kann. Die Frage, aber bezüglich der Frustration ist es so, dass ich, wie du sagst, es teilt sich ja auf. Also bei mir sind Dinge, wo es geht um Erhaltung, es gibt Teile, wo es darum geht, bei jemandem leistungssportlich etwas zu entwickeln, es gibt, ja, und aus den verschiedenen Anteilen setzt sich dann eben der Berufsalltag zusammen. Also es ist ja auch nicht immer nur dasselbe. Ja?
Und dadurch wird es, bleibt es wieder spannend. Ja? Wenn, du, wenn man nur, so wie du es beschrieben hast, dieser Ansatz wäre, sagen, es kommen Leute und sagen, ich möchte, und sagen, ja, was denkst du, musst allgemein, und das aus dem ganzen Tag, ja? Dann wird es auch fad. Ja? Weil ja Problemstellungen dazu da sind, dass man selber nachdenkt und versucht zu entwickeln, und das ist dann das Spannende. Ja? Nicht nur Geld zu verdienen, sondern etwas zu entwickeln. Und dadurch ist es wieder umfangreicher, weil nicht jeder nur mal diesen, wie ich es vorher beschrieben habe, generalistischen Ansatz braucht. Schau, es muss dann mal da oder da. Manchmal bist du dort, dass du Systeme schon ausgereizt hast. Und sagst, okay, jetzt haben wir da ausgereizt, wo können wir noch irgendwo was setzen, damit wir noch den nächsten Sprung machen können. Und das kann sein psychologisch, im Kopf, das kann sein in der Kraft, das kann sein in der Mobilität, das kann sein am Fahrrad die Sitzposition. Und dann geht es aber dahin, dass zum Beispiel Sitzposition am Fahrrad, wenn ich Leute am Fahrrad habe, die mit dem eigenen Fahrrad kommen und die sitzen oben und ich mache das Video und sage, schau, du sitzt oben in der Schildkröte. Ja? Du kannst keine Luft bekommen, du kannst das. Gut. Ich wollte immer wie eine Schildkröte. Ja, aber ich bin jetzt aber nicht der Fahrradfitting-Spezialist. So. Aber dann weiß ich, wo es zwei oder drei gibt. Also geht, du ruf dort mal an oder geh dorthin, sag einen schönen Gruß von mir, die sollen sich das anschauen. Und ich habe mal jemanden gehabt, der wirklich sehr ambitioniert trainiert, der dann sich das Fahrrad einstellen hat lassen und der hat gesagt, naja, ich habe schon gewusst, der Burgenländer ist ein zweiter Hund, aber dass man so auf einen Rad sitzen kann, habe ich nicht gewusst. Also der sitzt jahrelang auf einem Fahrrad, ja, und seine Emotionen und sein Training verpufft zu 50% am scheiß Rad sitzen. Und das Rad wird eingestellt und ohne dass wir Trainingsintervention gemacht haben, ist er um 10% besser, weil er einfach besser umsitzt. So, dann haben wir auch ein sehr spezielles Problem, aber dann sage ich, du, das schaut nicht gut aus, geh dorthin und lass das machen und dann schauen wir wieder, was passiert. Also da, wie du sagst, in deinem Feld gibt es schon so diese Interdisziplinarität, wo man sagt, dann geh irgend dorthin, weil das ist nicht mein Revier, aber ich erkenne es, wo das Problem liegt. Aber ihr seid jetzt ja die Fachleute. Wie seht ihr das, wenn man in einer Zeit lebt, wo man zu nahezu jedem Thema ja zumindest eine Online-Information, ich sage bewusst Online-Information, die, inwiefern die belastbar ist, richtig, falsch oder irgendwo dazwischen ist. Wir neigen ja schon dazu, ich merke etwas, dann gebe ich das als Suchbegriff ein und nehme mir vielleicht, wenn ich gut bin, nehme ich mir 10 Quellen und versuche irgendeinen Median zu finden. Aber in der Regel. Ich glaube, das meiste Marketingbudget rein ist, da sind dann die Klicks. Und haltet ihr da den Einfluss dieses, was ja auch Ärzte oft sagen, ja, okay, Dr. Google, und dann mit Dr. Google-Erkenntnis kommt man dann zum Facharzt oder zum Allgemeinmediziner und der muss erstmal aufräumen, ja, mit. Der muss einmal alles eliminieren, was. Ja. Aber ist das ein Thema, weil ihr macht ja schon auch Aufklärungsarbeit, aber seid ihr auch anfällig dafür? Weil ihr seid ja wissende Leute, aber auch nicht allwissend. Also ich glaube, also ich bin, wenn dann eher noch der Anfälligste, weil ich mehr oder weniger der wenigste von uns noch irgendwie im Fachbereich irgendwie tätig ist. Also Physiotherapeuten, die sich viel beschäftigen, du mit der Wissenschaft etc. Ich versuche halt schon auch immer mehrere Quellen zu finden und drumherum zu lesen, einen Kontext zu finden etc. Aber, also ich glaube, wenn, dann bin ich noch der Anfälligste und sicher gibt es irgendwelche Sachen, wo du denkst, so, hey, das schaut schon cool aus und ich würde das auch gerne machen können. Nur, zumindest ist bei mir, dass ich dann überlege, ja, macht Sinn, macht das irgendwas, dann probiere ich es halt nochmal ein bisschen, dann habe ich halt wieder ein, zwei Baustellen und bin ich wieder bei der Liste oder beim Erwin. Aber genau, wie du so sagst, wir und so wie du das Beispiel mit dem südafrikanischen Gesundheitssystem, wir geben unseren Menschenverstand an der App und an der Uhr und an dem ab, ja? Und wir sehen etwas und das ist cool, möchte ich auch, mache ich, ja? Aber jetzt einmal nachzudenken, ist das schlüssig?
ist das, ja, also ja, dieser, in Wirklichkeit ist ja eine gewisse Hermeneutik. Früher hast du halt in die Bibliothek setzen müssen, hast 10 Quellen und dann sagst du, okay, was mache ich aus den 10 Quellen? Du hast einen Kontext. Jetzt nehme ich halt das Handy, sag okay, 10, und nur weil es dort steht, ja, glauben wir, dass es richtig ist. Aber wenn ich jetzt 10 Quellen nehme und sage, okay, 10 Quellen, ist das Ganze schlüssig? Ist das nachvollziehbar? Und in Wirklichkeit sind annähernd 100% der Dinge, die so rundherum passieren, ob es jetzt Training, Sport, Bewegung oder ist auch vielleicht in der Juristerei, sondern ist das für mich mit meinem Menschenverstand schlüssig? Ist es nicht schlüssig? Dann lasse ich es einmal zur Seite und informiere mich weiter oder frage jemanden. Aber das so abgeben und nicht nachdenken, wenn man Freunde und Kunden, wo man viel mit Kettlebells und dann mal echt lang herumdauert, dass das funktioniert. Und der sagt, ja, mein Vater hat wieder gesehen auf Instagram und Ding, aber Vater hat das mit dem gekriegt, aber das hat nicht gut ausgedacht, das irgendwie gemacht, wir machen das viel besser. Aber der hat ein Jahr gebraucht, bis er das schaut cool aus, aber wenn ich mir das anschaue und wie du uns das erklärst und welche Auswirkungen ich spüre, wenn ich so mache, wie du sagst, und so wie es der sagt, das passt nicht zusammen. Also das ist so ein Instagram, ja, cool ausschauen, aber in Wirklichkeit bringt das nichts. Das mache ich nicht nach. Ich bin froh, dass ich da bei dir bin und nicht das nachmache. Ja, man muss die Leute dazu bringen, dass sie also dieses Nachdenken wollen. Aber du kommst ja auch eben aus einer Generation, wir sind ja ähnlichen Alters, wo das Netzbasierte in der Informationssuche und Findung keine Rolle gespielt hat. Ja. Das war alles auf Bücher und Gespräch mit Menschen beschränkt. Und wir haben jetzt, würde ich mal für uns drei sagen, wir haben beide Welten erlebt. Ja, das Verstehen durch Lesen, reines Lesen von Wort und Audio-Bild war kein Thema in der Wissensgewinnung. Jetzt hast du aber schon eine Gesellschaft, wo ein struktureller Wandel ist. Wenn ich meine Studenten sehe, also Vergleiche von vor 10 Jahren mit Studierenden von heute, dass du ganz simpel bei einer PowerPoint-Präsentation, wo man jetzt sagt, das ist verstehendes Lesen, Umsetzen, heute größere Probleme in der Aufnahme bestehen und Umsetzen. Und würde ich dasselbe machen mit einem Audio oder Video oder einer Animation, würde es ganz anders ankommen. Und da muss man eben auch schauen, wie die Vermittlung stattfindet. Ja, Vermittlung, aber es kommt auch auf den Inhalt drauf an, dem auf den Kontext. Es bringt mir halt nichts, wenn ich, das war eben gerade das Leimende, wenn du dein Buch gehabt hast und eben nicht genau spezifisch jetzt einen Begriff auf Google suchen hast können. Du hast einmal was lesen müssen, du hast aus dem Kontext hast das Wissen herausarbeiten die Frage, müssen. Das die geht Frage ist dann halt in der Erziehung, das hat nicht nur mit, ob ich jetzt in der Zeit aufgewachsen bin oder nicht, weil es gibt da Menschen, die in unserem Alter und älter sind, die sich aber nie damit auseinandergesetzt haben, weil die niveaumäßig von kleinen Tageszeitungsformaten nie weggekommen sind. Ja, und da musst du auch nicht viel sinnerfassend lesen. Ja. Und wenn die irgendwas googeln, ja, die auch nicht checken, was ist eine Werbung, obwohl dort steht Anzeige, und was ist Inhalt. Und die dann auf die Werbung gehen und sagen, ah, die Werbung ist es die Wahrheit. Ja, ist es die Information. Das ist ja fast zu philosophisch. Den Schild haben wir schon da gehabt. Und das ist die Frage. Ja? Wie lerne ich? Weil ich finde auch, dass auch das Bild interessant ist. Ja? Ja. Weil wenn ich jetzt hergehe und sage, ich möchte qualitativ hochwertige Informationen und man geht zum Beispiel auf ein Seminar und dieses Seminar gibt es halt nur in den USA oder irgendwo und es geht sich gar nicht aus, dass man hinkommt und ich kann mir aber den Videomitschnitt dieses Seminars kaufen, runterladen und mir zu Hause in aller Ruhe anschauen und sehe, was der macht und in seiner Mimik und Gestik und alles und Ding und kann dadurch auch lernen. War halt nicht physisch an dem Seminar, aber
kann trotzdem Informationen ziehen. Ja? Aber ich muss. Oder ich kann recherchieren und kann, du kannst heutzutage von, da sind die Deutschen viel weiter als wir. Tut mir leid, wenn ich sagen was. Aber du kannst bei vielen Unis, du kannst dir Diplomarbeiten kostenlos runterladen. Ich meine, was war das früher für ein Aufwand, bis du irgendwo zu den Inhalten von denen, was Menschen geschrieben haben, und die haben sich ja auch damit befasst, sehr, sehr lang, ja, und die, zu dem kommst, heutzutage kommst du zu der Information und sagst, okay, ja. Komme ich dorthin auf der Uni oder die haben das hinterlegt und dann kannst du schauen. Und, ja, aber dann geht es eher eben heute um Selektion. Ich komme grundsätzlich an alles ran, muss aber dann eben Und das ist das Thema erziehungsmäßig, ja, zu sagen, super, es gibt sehr, sehr viel, aber ihr müsst lernen, das selektiv zu nutzen und nicht einfach nur. Ich muss mich damit beschäftigen. Und deswegen gibt es ja auch Profis, weil im Endeffekt, das ist ja das nächste Problem, wir leben in einer Gesellschaft, die im Extrem ist, anlebt. Das heißt, es gibt immer einfach zwei Extremen. Es gibt einfach irgendwie nichts mehr da drinnen. Entweder das ist super cool und wir machen jetzt nur das, oder das ist super cool, wir machen nur das. So. Und dann gibt es halt viele Leute, die so überfordert sind, dass sie sich irgendwas in der Mitte aussuchen halt. Die dann sagen, ja, ich versuche da irgendeine Mischung zu machen. Ob das jetzt mit CrossFit und keine Ahnung, oder versuchen beides irgendwie unter den Hut zu gehen. Ja, das hast du ja. Aber wenn ich jetzt am Finger... Im Essensbereich kannst du ja... überall. Entstehen ja sozusagen... Aber das verstehen zwar ja halt nicht. Das sind wir halt wieder beim allgemeinen Verständnis, auch wenn es um Statistik geht etc. Ja, wenn ich jetzt meinen Finger in 80 Grad warmes oder heißes Wasser halte und in 60 Grad kaltes, fühlt es sich trotzdem nicht wie angenehme 20 Grad an. Das ist eben genau dasselbe mit Information. Du kannst nicht einfach zwei Extreme hernehmen und sagen, ja, ich mache jetzt irgendwie ein Mittelding und dann wird es optimal sein. Das ist eben das, du musst dich informieren, du musst dich reinarbeiten in die Materie. Und das kostet einfach viel Aufwand. Deswegen gibt es ja Fachleute wie dich. Du musst. Also ich weigere mich manche Dinge. Auch wenn ich sage, das ist jetzt vielleicht so weit fühle ich mich nicht, aber also oldschool, ja, aber ich weigere mich einfach, manche Dinge so als nur als gegeben hinzunehmen, ja. Meine Ex-Frau hat ihr iPhone gehabt und war super, dass sie mit der Siri reden kann, und die hat kein WhatsApp mehr oder SMS mehr geschrieben und hat nicht einmal mehr in Google mehr im Maps gesucht, wo es hin muss. Also ich finde Google Maps lässig, dass du nicht mehr im Stadtplan schauen musst, ja, ist eine Erleichterung. Aber wenn ich nicht einmal mehr die Begriffe eingebe, wenn ich nicht einmal mehr haptisch damit hantiere, sondern nur mal Siri, ich möchte, ja, dann irgendwann schrumpft das Ding zwischen den Ohren auf Erbsengröße. Na gut, aber dann könnte man wieder sagen, weil ich da keinen besonders großen Hirnschmalz reinstecken muss, habe ich vielleicht Kapazität noch für zusätzliche oder andere. Also wir haben so viel Kapazität, ja. die ist nicht ausgeschöpft. Ja. Da gibt es viel graue Masse, die nicht unbenutzt. Nein, aber das ist so, manche Dinge sind dann für mich persönlich, und das soll nicht für irgendjemand anderen maßgeblich sein oder normierend sein. Ja. Aber für mich ist irgendwo mal Stopp. Also für, was ich gelernt habe, wo mir das Netz tatsächlich geholfen hat, war, so blöd das klingt heute, würde ich die Fehler wahrscheinlich nie machen, aber ganz typische Laufanfängerfehler. Ja. Also von falschen Schuhen angefangen, dann Schnürung oder was auch immer. Schnürung, ganz basale Geschichten, wo man dann festgestellt hat, okay, du kannst 50% deiner Blasen vermeiden oder überhaupt keine mehr haben, wenn du nur den richtigen Schuh hast, mal die richtige Socke. Dann, ich habe mal irgendwann einen Lauf gemacht, viele, viele Jahre her, und das war nicht mal ein langer Lauf, aber ich bin mit einem Baumwoll-T-Shirt gerannt, ich war relativ jung noch und wirklich mich blutig gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann nie wieder. Ja, und damals war es dann eben noch so, da hast du dann den Laufprofi, der dich sieht mit einem blutunterlaufenden Shirt, der dann ganz kurz dir zuwinkt, sagt, abkleben, und du dann so, ja, hab's. Aber in vielen Aspekten hat mir da auch das Netz geholfen, mich zu entwickeln. Aber ich war immer, aber
immer im Austausch mit Menschen. Ja. Erstens das und zweitens, du bist ja auch nicht da reingegangen ins Netz und hast gesagt, aha, der sagt das jetzt, ich nehme das als gegeben hin, sondern du hast ja auch mit Logik und Analytik versucht zu verstehen, ja, aber das ist, was ich vorher gesagt habe, da brauche ich halt auch nicht nur, da steht da, aha, und mein Menschenverstand sagt, das ist ein vollkommener Blödsinn, aber der sagt, das ist das. Ja, ja. Und man muss es ja für sich rausfinden. Das ist wie, wir haben ja lange Läufe gemeinsam auch gemacht. Ja. Und da ist ein essentielles Thema Ernährung während des Laufs. Ja. Weil ich kann, vielleicht einen Halbmarathon kriegt man ohne Ernährung hin. Ja, können wir vielleicht mal zwischendurch was trinken, aber grundsätzlich könnte man den auch ohne durchgehen. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel sehr lange gebraucht, um für mich herauszufinden, dass alles, was fruchtbasiert ist, während des Laufens für mich nicht funktioniert. Wo die großen Koryphäen alle sagen, da ist die Banane zwischendurch. Wenn ich eine Banane esse, dann ist der Lauf 2 Kilometer später vorbei. Einfach vorbei, weil mein Körper es in dieser Situation nicht verarbeiten kann. Aber das war viel Try and Error. Hätte man sich sklavisch an das gehalten, was empfohlen wird, dann wird es. Ja, aber das sagen, aber da bin ich wieder beim Nachdenken. Die Menschen sagen oft, ja, und da muss ich da, und da muss ich dort, und muss ich das, und da muss ich, und da muss ich, und da muss ich. Nein, du musst da mal auf dich in selber. Das Experiment gehen. Ja, du musst auch scheitern. Du musst ins Experiment gehen. Wir hatten das geschrieben. Eder Talib, glaube ich. Du musst experimentieren. Und eben die Fehler machen, aber auch die guten Erfahrungen und aus denen lernst du. Und wenn du nicht ins Experiment gehst, der Beispiel braucht mit irgendwer, der extreme Pickeln gehabt hat und der dann bei den Ärzten war und die haben mit irgendwelchen Drogen und das wollte er nicht und dann hat er experimentiert. Passt die Ernährung, hat ein Jahr mit der Ernährung experimentiert, hat dann mit dem experimentiert und dem und ist nach 3 Jahren, hat er sein System gehabt, das für ihn in seiner Situation, diese Hautunreinheiten weg waren. Und die waren dann das Leben lang weg, weil er sich an dieses System, das er sich aufgebaut hat, gehalten hat. Hat halt 3 Jahre gedauert. Aber dann war es weg. Und ohne Nebenerscheinungen und ohne Leberschäden, weil ich solche Medikamente nehmen muss und wie auch immer. Also in dieses Experiment, und das ist dann Lernen. Also ich denke, das ist Lernen. Ich habe eine Grundinformation, ich gehe ins Experiment, ich versuche das aus, schaue, was passiert. Und entscheide dann, ja. Ist das für mich gut, ist das nicht für mich gut. Ja, das ist das, was wir. Und wenn ich die Basisinformation bekomme, und unser Ansatz ist halt einfach, sagen, Leute, wir geben euch diese Basisinformation, damit ihr euch einmal 3 Schritte erspart. Nicht alles, aber diese Basisinformation auf einem guten Niveau zu geben. Ja. Und auf der Basis, und wir haben es da gehabt vom Joe Wieser, der Natural Bodybuilding macht, zum Chef, der Brazilian Jiu-Jitsu macht, zum Mangold, der Triathlet ist, zum Daut, der 7 Marathons. Wenn man die Bandbreite da hat, okay, das gibt's, aber jeder ist da ins Experiment gegangen und diese Basisinformation von dort weg und dann geh einfach ins Experiment und wenn ich sage, ich bin der Ausdauersportler, dann mach den Ausdauersport. Und ohne Pain geht es halt nicht. Geh laufen, geh Radfahren, geh schwimmen, aber mach bitte das Standardkraftprogramm und Mobilitätsprogramm. Und wenn das, dann mach das und schau, versuch herauszufinden, was du dir und deinem Körper und deinem Mindset am besten. Vor allem dieses ohne Normativ von jemand anderen. Ja. Vor allem diese Standardsachen, so wie du vorher schon gesagt hast, das sind in Wirklichkeit, weiß nicht, wenn du das jetzt krafttechnisch her siehst, mit wenigen Übungen, wo du in Wirklichkeit 20 Minuten netto effektiv trainierst, hast dein Gesamtprogramm abgedeckt. So, und das 2-3 Mal die Woche. So, das ist eine Stunde, soll es mit allem drumherum 1,5 Stunden sein. Ja. Und 1,5 Stunden die Woche nicht Zeit haben, diese Basissachen zu machen, das und dann voll und dann geht es also wieder darum, so den Geist nur auch ausreden. Zu öffnen und zu sagen, habe ich jetzt meine die Auswirkung nur dort, wo ich mein Ziel hingerichtet habe, oder verspüre ich und merke ich auch,
Übertrag. Positive Veränderungen, den Übertrag in anderen Lebensbereichen. Ja. Da was ist man, das ja, ist ja, spannend. Da glaube ich ganz, ganz fix dran. Also dieses gesunder Körper, gesunder Geist und dass sich das gegenseitig beeinflusst. Da vor allem, wenn ein Läufer die Info bekommt, dass eigentlich, wenn er so ein bisschen seinen Arsch trainiert, eben bessere Laufhaltung hat und schneller sein kann etc. Ja, warum nicht dumm? Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Das ist halt das auch immer, wo ich immer denke. Und du darfst eins in dem Zusammenhang auch eines nicht vergessen. Du bist ja jetzt auf einem Status, wo du ja schon wissenstechnisch trotzdem ein gewisses Niveau hast. Ja. Es gibt ja Leute, der greift am Kopf. Also mit welchen Ansätzen die zu einer Lifestyle-Änderung wollen, ja, wo du da denkst, also es gibt eine ganz nette Kundin, und da gehe ich jeden Tag laufen und ich laufe und ich laufe. Die kann keine unfallfreie Kniebeuge, nicht einmal ohne Gewicht, und geht jeden Tag laufen und nimmt, weil sie möchte abnehmen, und abnehmen tut man laufen. Und sie nimmt ab, aber sie wird nur dünner und die Konsistenz verändert sich nicht. Hm. Ja? Also das heißt, sie verliert nicht nur, sondern sie verliert auch Muskulatur. So, ja. Weil sie läuft meistens viel zu schnell und der Laufstil möchte ich gar nicht wissen. Und sie hat aber immer Kreuzweh und ja. So. Mach vielleicht Kraft. Laufen heilt Krebs. Ein Heilmittel. Ja. Ja, genauso wie das Kettlebell hält nicht Krebs, ich sage es immer wieder, und die Langhantel hält nicht Krebs, und Laufen alleine hält nicht Krebs, und Nordic Walken und Smoothie Walken und was auch nicht, sondern das Gesamtpaket. Das Gesamtpaket. Ja. Und die kommen dann oft mit Ansätzen, musste ich, wow, das ist Kron- und Zeitungsniveau von vor 30 Jahren. Ja. Aber das sind doch wieder und das ist dann aber der Job, ihnen das nicht vorzuwerfen, sondern sie in der Hand und mir sagt, schau, probier mal das aus. Komm mal, abholen. Probier das aus. Mhm. Probier das. Schau, wie wirkt sich das aus? Ja. Wie ist das für die? Abholen und sind vielleicht das, gemeinsam und das sind Hand in Hand einmal diesen Schritt durch in die, und das in sind die das oft, außerhalb der Komfortzone. Das sind halt Projekte. Ja. Das sind dann oft Projekte, die eineinhalb Jahre dauern. Ja, da glaube ich fix, weil es ist ja eben nicht nur, ich beginne jetzt mit Bewegung, was mal ein super Start ist, ganz klar, aber Bewegung ist das eine, dazu also eine koordinative Kraftübung, dann ganz wesentlicher Aspekt, ohne das gibt es gar nicht, Ernährung. Wenn das nicht stimmt, kann ich den Sport auch, weil es funktioniert nicht nur Ernährung und ich verzichte auf Sport und denke, es ist ja. Alles ist klar. Ich hatte das mal vor, ach, das ist jetzt auch mehr als 10 Jahre her, wo ich eine Phase hatte, wo ich wirklich ordentlich Gewicht draufgepackt habe. Ich glaube, das ist vielen, die leistungsbezogenen Sport gemacht haben, wenn die mal aufhören, dann werden die werden jetzt nicht schwabblich fett, sondern die werden halt, die gehen auf und das, sagen wir mal so, den Bärchentypen. Und da waren mal ratzfatz 20 Kilo drauf, mehr. Und wenn du aber dann sagst, jetzt habe ich 100, 102 Kilo und jetzt ist noch das alte Sportler-Mindset da, you can do it at any time, und jetzt gehst du raus und dann musste ich feststellen, das war einfach nur mal ein Lauf durch die Weinberge und es ging nicht. Ich habe gemerkt, Hüfte macht nicht mit, Knie nicht mit. Also ich habe persönliche Erfahrung dann in dem Moment gemacht, jetzt tust du dir richtig Schaden. Du willst etwas Gutes tun und du fügst Schaden zu. Was habe ich gemacht? Und das war für mich wirklich ein ganz schmerzlicher Prozess in dem Moment. Er war mental schmerzlich, weil ich mir eingestehen musste, dass es jetzt nicht der Zeitpunkt ist, um diesem Mindset zu folgen, sondern du musst runtergehen, du musst 2, 3 Stufen zurück. Und habe mir Walking Sticks gekauft. Ja. Und bin über Monate hinweg einfach noch mal gewalkt, habe natürlich dann nebenbei noch Übungen gemacht, also mal Schwimmen und Radfahren, und wusste, dass dieser Prozess, der wird sehr lang dauern, weil das, was du ja auch gesagt hast, wenn du das noch mit einer Diät verbindest, bin kein großer Freund von Diäten, ich bin Freund von einer ausgewogenen Ernährung, aber da kommst du nachhaltig vielleicht auf 1-2 Kilo im Monat. So, das heißt, wir reden über ein Programm von einem Jahr. Der Wahnsinn dabei ist ja immer so, wie man gerechnet, zuerst auch bezüglich der Leistungsdiagnostik. Ja?
die Menschen ja oft zur Gnose kommen und sagen, oder nein, ich muss noch vorher 6 Wochen trainieren und dann komme ich. Okay. Also, aber na, bitte nicht. Ja, um dann eine Momentaufnahme zu haben, die eigentlich nicht die Wirklichkeit vielleicht widerspiegelt. Naja, erstens machen es dann die Fehler, die es eh schon gemacht haben, noch viel, viel intensiver. Ja. Es geht ja darum, und das ist bei jemandem, der leistungsorientiert im Sport war und der auch im Leben leistungsorientiert ist, ja, oft das Problem, das ist immer das Normativ. Ja, und ich möchte, dass bewertet wird. Ja und ich weiß, bin schlecht. Es ist mir egal. Mir ist egal, ob du es schlecht und mittelschlecht oder ganz schlecht oder mittelgut oder bist, sondern es geht es darum, festzuhalten, so ist es jetzt. Und dein Motiv ist ja, du möchtest es ändern, also es halten wir fest, wie es jetzt ist. Und es geht nicht um die Beurteilung jetzt bei der Leistungsdiagnostik, sondern es geht darum, dass wir deine Trainingsbereiche wissen. Und aufgrund deiner Trainingsbereiche können wir dir einen Trainingsplan machen oder einen roten Faden, damit du weißt, wo du unterwegs bist und. Und dann änderst du nach dem Holzte und dann passiert das und das. Und es geht nicht, aber nur das Erste ist, wenn du so ein klassisches Auswertungsprotokoll, das ist bei der Software auch so, das erste Blatt ist Einstufung, Ampeldiagramm bei, was nicht, 10 Bereichen, 10 Dingen. Wo bist du? Gut, mittel, schlecht, ja? So, das ist das Erste, was die Leute sagen, gut, mittel, schlecht, gut, ich bin schlecht. Wurscht, es ist ja egal. Ja, aber wenn du sagst, wurscht, wenn man demjenigen, den du das kommunizierst, sieht, der ist natürlich, da ist, und das verstehe ich auch, schwingt Enttäuschung mit. Ja? Und das kann 2 Auswirkungen haben. Der kompetitive Geist, der sagt dann, Challenge accepted. I prove you wrong. Ja. Der andere sagt, okay, Debris, ich mach gar nichts mehr. Ja. Ja. Da mache ich nicht mal, da verhandle ich nicht mal mit mir, dann akzeptiere ich das. Das ist ein schmaler Grat. Da seid ihr, also ich muss in meinem Leben auch. Schmaler Grat, ja, aber es ist halt die Wahrheit und es ist halt Fakt. Aber Fakt, was ist das für eine Gesellschaft? Wir sind ja alles. Ich glaube, du hast es mal gepostet. Von wem war es? Von diesem britischen Comedian May. Your life be as awesome as you pretend it is on Facebook. Mhm. Ja? Wir wollen mit Erfolgen nach außen gehen. Ja. Alles ist auf Erfolg getrieben. Die Wahrnehmung, die Außenwahrnehmung ist uns wichtiger, als dass wir auf uns selbst hören. Und da ist natürlich, wenn du einem Kunden dann sagst, wir reden jetzt über einen Zeitraum von 18 Monaten und dann ist signifikant, was passiert, dann ist es 18 Monate. Gib dir 1000 mehr, mach es in 5 Tagen. So ungefähr. Ja. Und ich sage, weißt du, nimm deine 1000 und viel Spaß. Ja. Ja, aber so ist. Ja, aber das ist die Gesellschaft. Die aber, denkt, das, ja. Aber das heißt noch lange nicht, dass halt das. Man, es wie gesagt, Fakt, es geht Emotionen. Es geht aber, wenn der Fakt so ist, dass du so beschaffen bist, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder du tust was und hast die Möglichkeit, dich zu verbessern, oder du tust nichts und weißt, dass du definitiv keine Chance auf Optimierung hast. Hm. Und da ist wieder der logische Menschenverstand, wo ich sage, wenn ich weiß, dass ich 2 Optionen habe, nämlich entweder probieren und vielleicht besser werden oder entweder nichts machen und definitiv nicht besser werden, warum sollte ich dann den Weg einschlagen, wo ich weiß, dass ich definitiv keine Verbesserung habe? Aber hier wäre der Schmerzfreie. Aber ich wäre auch nicht besser. Ja, aber die Frage ist wieder, für mich ist das, weißt du, ja, sehr, sehr einfach dargestellt. Der nächste Schritt ist, dass ich ja immer mir, wie ich vorher schon gesagt habe zu dir, draußen sehr viel um Soft Skills geht. Also das heißt, es geht schon noch darum, ich weiß, in welche Richtung es geht. Ja? Und es geht darum, meine Gegenüber dementsprechend einzuschätzen, um ihn auf irgendeine Art und Weise dorthin zu bringen, dass er meinen Weg geht. Oder den Weg, den ich für richtig empfinde. Ja? Mhm. So. Und es gibt halt Menschen, die ganz unterschiedlich sind. Und so eine Grundsache für mich ist oft, dass ich frage, was machst du beruflich? Mhm. So, und so eine grundlegende Einteilung für mich ist einmal jemand, der ein Zahlenmensch ist oder ein Gefühlsmensch. Und das warst du schon vom Beruf weg.
Ja? Was machst du beruflich? Ich bin Controller. Okay, wo? Nein, ein Konzern. Und ja? Na, den brauchst du nicht mit Emotionen kommen. Den musst mit Zahlen kommen. Den musst du zahlen. Ja? Weil der kann nur mit Zahlen was anfangen. Der kann mit der Emotion nichts anfangen. Wenn du jetzt einen Künstler hast, der sagt, ich schwebe im Äther, ja? Dann mit dem mit Zahlen kommst, sagt er, was wird das schon? Die musst wieder mit Gefühlen und Emotionen kommen. Aber beide sollen einen ähnlichen Weg gehen. Es kommt immer darauf an. Du wählst halt einen anderen Zugang. Du hast eine Zahlensprache und da hast du vielleicht eher die emotionale Seite. Ja, aber so geht das. Das sagt dir aber deine Erfahrung von heute. Ja, wenn du das mit Mitte 20, nach deiner Ausbildung. Nie. Stehst an. Na, voll. Aber und das ist doch ein Lernprozess. Aber das immer wieder. Ich musste ja auch den Weg des Lernens gehen, des Misserfolgs, des Erfolgs, ja. der Frustration. Ich meine, nicht einmal gedacht, das schmeiße ich alles hin und mache irgendwas, ja, weil es interessiert mich einfach nicht mehr, ja, weil es einfach nur schwierig ist. Aber da muss man halt durchgehen. Und wie gesagt, die Leute auch es in ihrer Sprache und auf ihre Situation anpassen. So wie du sagst, wenn ich leistungsorientierter Sportler war, dann muss ich halt anders reden und dann ist es anders wie beim Couch Potato, der noch nie was gemacht hat. Das ist anders. Aber im Ergebnis geht es immer darum, zu begeistern. Ja. Wie der Zugang erfolgt, also genau. Wie der Sprachcode ist, ob das ein zahlenbasierter Code ist. Das ist individuell wieder. Du hast ja gesagt, das viel, viel wichtigere ist der Faktor Mensch und diese Empathie und diese Soft Skills, weil rein die Wissenschaft nicht ausreicht. Und gerade im deutschsprachigen Raum sind wir in der Sportwissenschaft so wissenschafts, da werden Dinge untersucht, das glaubst du gar nicht, dass das ist, so wie wir das letzte Mal, wie wir das gepostet haben, Krafttraining, also Lauftraining oder Ausdauertraining und Krafttraining haben es verglichen, ja. Und was einen besseren Gesundheitsnutzen hat. Und es ist rausgekommen, das Lauftraining ist besser, aber das Krafttraining haben sie gemacht an 8 Stationsgeräten. Mhm. Ja, warum haben sie das Krafttraining mit der Langhantel und der Kettlebell gemacht? Da war halt was ganz anderes rausgekommen. 8 Geräte, Kraft, Ausdauertraining, 3x15 Wiederholungen. So. Und dann war das ein Artikel in der deutschen Zeitschrift für Sportmedizin. Und dann war ein paar Tage drauf, ich habe da den geschickt, ein einziger Artikel in einer Tageszeitung mit der Überschrift quasi Krafttraining ist sinnlos. Weil nur Ausdauertraining ist so. Und dann unter Bezugnahme auf das. Genau, und dann siehst du wieder, wie Journalismus funktioniert, was Wissenschaft. Zack, 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 so einen Ausschnitt und der wird dann halt so generalisiert und es kommt irgendwas raus, ja, und niemand, ja. Naja, es würde ja Aufwand bedeuten, die Quelle selbst zu recherchieren, die Quelle zu lesen. Ja, aber die generelle Frage ist, wenn jetzt die in der Untersuchung, und ich möchte jetzt nicht einmal nur den Journalisten kritisieren und den Menschen, die es dann liest, sondern wenn die so einen wutzig-kleinen Ausschnitt, ja, dieser großen Frage, ja, untersuchen mit Dingen, die fragwürdig sind, mit einer Grundpopulation in der Untersuchung, die relativ klein ist und, ja. Was kommt denn dann raus? Warum mache ich das? Ich meine, das ist vielleicht, weil jemand gerade eine Diplomarbeit oder eine Dissertation schreiben muss und irgendein Thema braucht und irgendwas rauskommen muss. Aber wenn ich das so mache, dann muss ich aber auch sagen, hey Freunde, wir haben da was untersucht und das ist der Kontext. Ein Promille der Wahrheit. Ja, Kontext. Ja. Das Überschrift. Und nicht, weil es wird dann immer mehr reduziert und diese kleinen Dinge, ich habe viel mit eben auch über YouTube und gewisse Kanäle und so weiter, viele Coaches und Trainer aus dem englischsprachigen Raum, die haben einen ganz anderen Zugang. Was wirkt, das funktioniert, das machen wir. Und nein, gibt es eine Studie dazu? Und ja, es haben wir das den ist nächsten. Halt so irgendwie paradox. Und das ist so kleinbürgerlich klein. Warum ja, muss ich auf jeden Fall. Es ist so absurd. Auf der einen Seite ist die Gesellschaft komplett irgendwie verweichlicht.
blöd gesagt, und es rennen viel zu viele Pussys herum, die eben diesen Pain nicht mehr in Angriff nehmen wollen, ja, oder sich aus der Komfortzone raustrauen, was ja nicht immer heißt, dass man, ich muss ja nicht mit vollem Krach und mit vollem Anlauf da raus. Es reicht einmal, wenn ich zu wem gehe, mit dem ich spreche und mal den ersten Schritt in die Richtung mache. Und auf der anderen Seite eben nur diese extremen Sachen in Richtung Pseudowissenschaft oder Wissenschaft, wie auch immer, von denen mich treiben lasse. Das ist irgendwie paradox. Ja, auf der anderen Seite versteht man wirklich den Ähnlichkeitsaspekt, aber das ist ein Gesamtfilm, der momentan über der Hauptgesellschaft liegt darüber. Ich sehe da eher das Problem, wie kriegt man die Leute wieder dazu, umzudenken? Wie kriegt man die Leute dazu, wieder eben Kontext zu lesen, Kontext zu erfahren, eben die Quelle bis zu ihrem letzten Schluss? Aber manchmal, ich denke, sind beide Seiten in die Pflicht zu nehmen, weil es ist die Informationen verbreiten, genauso in die Pflicht zu nehmen. Auf jeden Fall. Ich erzähle den Leuten auch nicht beginnend von Adam und Eva alles, wenn sie trainieren. Ja, aber selbst der Informationen liefert, die Medien etc., das ist ein Problem, die wissen sie auch nicht besser. Ne? Ja, wenn ich jetzt Informationen liefere, dann gehe ich ja auch nicht bei allem zurück auf da war der Urbeginn der Zeit, sondern ich versuche das, was ich weiß, so zu kanalisieren und die Leute dorthin zu bringen, dass sie das dann können und anwenden. Ja, aber mit einem Kontext. Ja, aber den die Leute, die da stehen dann auf der Matte, nicht wissen und den ich ihnen auch nicht dauernd erkläre, weil die sind da zum Trainieren und nicht zum Kontext erfassen. Das nicht, aber du gibst ihnen das Gesamtspektrum und du bist schon sehr, eins deiner Haupttrainingsgeschichten im Endeffekt ist Übertrag. Ja. So, und Übertrag ist in Wirklichkeit nichts anderes als irgendwelche logischen Schlussfolgerungen zu tätigen und im Kontext sich selber zu schaffen. Wenn ich da jetzt meine Squats mache, meine Kniebeugen und meine Ausfallschritte und mit Schulterdrücken etc., dann ist das für mich genauso Kontext, den du vermittelst, im Sinne von wegen, was ich da mache, wie setze ich das um im Alltagsleben. Das ist das, was wir hier oft immer diskutieren. Die Leute trainieren da, wie es, weiß ich nicht, irgendwas gewichtstechnisch, ein Kettlebell gescheit aufheben und dann gehen sie raus, schalten aus, gehen in weiß ich nicht, zum Billa, heben die Mineralkisten auf, Bandscheibe, tschüss. Also da geht es ja wohl auch um Kontext. Ich müsste das Inseldasein hier sozusagen anders definieren und sagen, diese Insel nehmt ihr jetzt mit und das wird eure Welt. Ja, genau. Aber das hat es ja wohl mit Kontext zu tun und mit dem Drumherum. Ja? In einer anderen Form halt nicht unbedingt, in der Textschriftform oder was auch immer. Aber weiß nicht, dieses logische Verknüpfen, Denken, Analysieren, Verknüpfungen herstellen, das ist echt ein Problem. Das ist echt ein Problem draus. Ja, aber wenn wir es wieder reduzieren auf die Einstiegsfrage, ja? Was ist fit sein, was ist Fitness? Ja. Ja? Und das ist es gibt keine geschriebene Definition dafür, was ist Fitness. Ja? Und wenn du das runter reduzierst, ist es Fitness. Fit sein, etwas zu tun, die Möglichkeit haben, etwas zu tun. Und das orientiert sich aber dann wieder, oder etwas tun können, und das orientiert sich dann aber wieder nach meiner Zielsetzung. Hm. Ja? Also wenn mein Ziel ist, Gewichtsheber, Weltrekordler zu sein, ja, dann werde ich keinen Marathon laufen. Ich werde fit in meinem Segment sein, nämlich Gewichte zu heben, aber ich werde nicht fit werden in Richtung eines Marathons. Oder man kann es ja so definieren, dass ich über den Sport einen positiven Einfluss auf das Leben habe. Wenn man sagt, das war ja jetzt um deine Definition, ist das du. Die, erstens ist es deine und zweitens hast du ganz genau definiert, wo sind deine Haken oder deine schwarzen Punkte, der Felder in deiner Definition. Aber wenn wir jetzt an den Menschen da draußen denken, der nicht diese Berührungspunkte mit dem Sport und der Bewegung seit Kindertagen hat,
wie definiert der Fitness oder diejenige, ja? Und da ist das Bild schon so, dass wir dann, wenn die dann beginnen zu schauen im Netz und Instagram und so weiter und dann genau, die bearbeiteten Fotos und, ja, und die sagen, na, das ist fit und entweder, ja, ich möchte dorthin so schnell wie möglich, hm? Ja, oder ich lehne den ganzen Schmoren von vornherein ab, weil, ja, das interessiert mich nicht. So wie die Frauen, Krafttraining macht man nicht, weil dann werde ich so. Ja. Sage ich, dass du Arnold der Schwarzenegger wirst, wäre mir schwer zu sagen. Ja, ja. Also wenn du jetzt so ein 8 Kilo Kügelchen durch die Gegend tragst, wirst nicht zum Schwarzenegger und in Wirklichkeit ist der Handtaschen schwerer als die Kugel. Also wie ja, aber da sind wir wieder bei extrinsischen und intrinsischen Faktoren. Und Motiven, das ist dieses Thema für mich, was ist fit, was ist Fitness, ja? Ja. Und mit welchen Vorstellungen, ja, kommen die Menschen? Wir müssen Vorstellungen. Ich glaube, es geht um einfach die gesunde Portion Realismus in der Einschätzung, nicht nur seiner selbst, ja, sondern auch eben seiner Umwelt. Mhm. Und dann, glaube ich, kann man die Maßnahmen setzen, die einen, ich benutze jetzt den Wertung, fit, ja, sein, ja, lassen. Ja. Und das muss jeder für sich rausfinden. Du wirst einem, der einen körperlich anstrengenden Job macht, für den ist vielleicht Fitness, die geistige Fitness, mhm, abends das Buch in die Hand zu nehmen und sagen, okay, ich bin untertags körperlich gefordert, ich, mhm, brauche den geistigen Ausgleich, das für mich, weil ich, wenn ich meine beruflichen Prozessabläufe sauber ausführe, dann brauche ich keinen Workout. Mhm. Und dann gibt es eben, also da brauche ich keinen Workout, ja, der braucht vielleicht kein Workout, für den war es vielleicht lässig, wenn er auf noch einen Dienst oder wie auch immer 20 Minuten spazieren geht. Mhm. Damit alles anders. Ja. Für den war vielleicht interessant, dass er in der Früh so einen 5-Minuten-Flow macht, damit er mal alles durchbewegt ist, damit er überhaupt. Ja? Und wenn der sagt, ich investiere jetzt 20, 25 Minuten am Tag in meine Gesundheit, quasi mit Training, aber halt nicht im Sinne eines Workouts. Ja. Weil ich brauche keine Gewichte mehr heben, weil ich habe 3 Paletten Zementsäcke heute abgeschlichtet, ich brauche kein Gewicht mehr, ja, aber der braucht den Gegenpart, der braucht wieder den Part, der ihn entspannt, entschleunigt, aus dem wieder rausholen, ja, damit es ihm besser geht, damit er nämlich ziemlich lang seine Zementsäcke abschlichten kann, ja, weil sonst kann er es halt auch nicht mehr irgendwann. Ja. Und, aber das war wieder, ja, das ist diese unbewusste Definition, Workout. Workout. Was heißt Workout? Was heißt ja Sport? Damit was heißt Workout? Welche Bilder, ja, haut man im Kopf, wenn man Workout hört? Wie gesagt, das fängt schon bei Sport an, beim Begriff Sport oder bei Bewegung. Wenn du Leuten sagst, mach ein bisschen Sport, die Leute glauben, sie müssen, weiß ich nicht, viermal die Woche laufen gehen. Ich glaube, die erste Assoziation ist Laufen. Wenn du sagst, ja, mach mal, ja, Sport, ist Laufen, ja, wahrscheinlich ganz hoch. Ja. Wenn ich Workout, der ist bei mir schon fast negativ. Ja, besetzt. Genau. Aber das ist wirklich, als Workout ist schon, da bin ich zögerlich. Ja, da denkt man schon so an Schwitzen und an Schmerzen und das tut weh und ja, schreien. Ja, und das ist alles so, da habe ich Bilder, die jetzt keine positiven Emotionen, ja, auslösen. Das muss man rauskriegen, weil, ja, dem ist ja nicht so. Lebenswirklichkeit ist eine andere. Es aber darum wollte ich ja darauf hin, weißt du, was du genau gesagt hast, ja? Den Begriff verwendet hast jetzt im mit dem, der sich körperlich anstrengt, der ganze, na, der braucht kein, ja, so, wie ist es, ohne, ich möchte es gar nicht. Siehst du, da habe ich es gleich so, für mich war das, der hat sich angeschränkt, Schweiß, Workout, ich habe es so definiert. Ist vielleicht sogar ein Fehler. Und das ist ja die Frage. Ja. Und wie kriegen wir jetzt die Leute dorthin, diese Wertigkeiten anders zu sehen? Ich habe Leute, die Leute sagen ganz, ganz wenig, sie gehen trainieren. Mhm. Die Leute sagen, ja, ich gehe jetzt turnen. Sag ich, was machst du? Ich gehe turnen. Sag ich, und was tust? Reckturnen? Bahnturnen? Nein, ich mache Rückengymnastik. Okay, aber ich gehe turnen. Sag ich, weißt du, was Turnen ist? Weißt du, was Turnen ist? Aber die sagen, Turnen ist Be-
Bewegung, weil das war so wie früher in der Schule, das war Turnen. Leichtathletik war Turnen und Schwimmen war Turnen. Und ich glaube, das Fach hieß auch so. Ja, ja, ja. Heute heißt aber du hast ja auch früher entsprechend was anderes gemacht im Unterricht. Also da hast du ja, bist du mit Ringen aber unterwegs. Aber es geht Turnen, also es geht der schon. Der Begriff ist dasselbe geblieben, aber der Inhalt hat sich und geändert. Und ich sage, nein, du trainierst. Okay. Warum ist das so wichtig? Na, weil es schon um die Inhalte geht und es geht schon darauf, dem die Wertigkeit zu trainierst. Und zu sagen, ich trainiere oder ich gehe zum Training, hat ja nichts Negatives. Ist aber für viele immer mit so einem Professionistentum verbunden. Ja. Ja, Training ist irgendwie okay, das ist schon Richtung Verein, Richtung vielleicht semi-professionell oder professionell ausgerichtet. Ja, ja, aber sie sind doch bei allem, was sie dann oft wollen, sie sehr, 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 sehr im eigenen, dann sehr destruktiv. Also sehr zurück. Nein. Aber wir haben das schon ein schönes deutsches Wort. Das ist noch nicht gut. Also Leibesertüchtigung. Ja, Leibeserziehung. Du in Verteilung. Ja. Aber das hat er dann durch eine gewisse Zeitepoche an. Ja, das ist jetzt ja gekriegt. Aber wenn du. Aber das ist das gleiche wie Georges Hébert, ja. Ja. Du und Vater Jan, das ist kein Unterschied. Der eine ist halt Franzose und der andere Deutsche, aber das vom Deutschen wird halt als halt, anders. Es ist, aber wenn jetzt zum Beispiel, am Donnerstag in einem Training, da ist das mit den Kettlebells ausgegangen, so von den Gewichten, und dann hat kommt ein junges Mädchen, die echt lieb ist, und hat dann die 16er Kettlebell nehmen müssen. Ja. Und bevor ich die 8er nimmt, zurückgehe, ich wollte 12er, war ganz vorhin, nimmt sie 16. Ja. Und die hat das wirklich durchgezogen, das ist echt super. Ja. Und dann so, ja, das war halt, so geht erst. Das war echt super. Das waren schöne Bewegungen, die waren kraftvoll, da war kein Fehler drin, die waren ästhetisch, das ist super ausgedacht, dass die 16er jetzt da 10 Minuten durch die Gegend geschupft. Und das war echt gut. Ja. So, das gar nicht annehmen können, ja? Das war gut! Naja, denk dran, vor einem halben Jahr hast du mit einem Viererkugel und jetzt bist du bei der 16er. Das ist gut, das ist Entwicklung, das ist der Lohn für das, was du in den letzten eineinhalb Jahren gemacht hast, nämlich gut trainiert. Ja? Nimm das auch an, dass das eine gute Leistung ist. Das ist nicht selbstverständlich, das kann nicht auch jeder. Ja? Man tut sich das auch gern so. Naja, klar, weil du bist ja permanent von Superlativen umgeben. Ja? Die ersten Treffer sind in der Regel Superlative, wenn ich ins Netz gehe. Und wenn ich jetzt reingehe und sage, Mensch, ich würde gern neue Bewegungsabläufe lernen und mich interessiert ihr habt jetzt einen Brasilien-Jiu-Jitsu-Kämpfer da gehabt, mich interessiert das und ich schaue mir die ersten Videos an, dann ist vielleicht die Frustration relativ hoch, wenn ich dann sehe, okay, aber das sind Jungs, die das 20 Jahre machen. Und das kann auch, nehmen wir mal ein gemeinsamer Freund von uns, Tai Chi, Lehrer, wo ich wirklich das bewundere und weiß, wie viel Aufwand für mich dahinter stecken würde, um auch nur ansatzweise dorthin zu kommen. Aber wenn du nicht beginnst, kommst du da nicht hin. Aber wir sehen eben die Profis und deren Ergebnisse. Wir sehen, und gehen wir mal vom Sport weg, wir sehen den Musiker, der da mit der Gitarre im Blindflug spielt, dass der aber vielleicht mit 5, 6 Jahren angefangen hat, wirklich auch sich zu quälen, jeden Tag am Instrument zu üben. Wir haben nicht gesehen. Diese haben wir schon mal diskutiert, diese 10.000 Stunden Regel. Ja, ja. Ja. Und wo es diese Untersuchung gegeben hat bei Musikern, wenn die mit 5 Jahren beginnen und alle annähernd gleich talentiert sind, wer schafft es zum Virtuosen und wer wird nur Musiklehrer? Also beim gleichen Talent, der sich mehr damit auseinandersetzt und der es Talent macht, ist das Erste, was sich verbraucht. Das Erste. Ja. Ich habe viele, viele talentierte Leute gesehen in vielen Bereichen. Aber es sind die Hardworker unter den Talentierten, die es zur Spitze schaffen. Genau. Weil es hat bis jetzt noch keiner geschafft, wirklich Erfolg zu erreichen, indem er nichts gemacht hat. Und das ist eben wieder genau das, was ich vorher gemeint habe. Ja? Wir sind im Extremistan. Du hast in Wirklichkeit nur die Möglichkeit, was zu erreichen, wenn du was tust. Wenn du nichts tust, hast du nicht einmal die Chance, was zu erreichen. Da ist einfach, wo ich sage, das ist der Sprung dieser Logik, wo ich sage, warum sollte ich mich für den Weg entscheiden, nur weil er ein bisschen
einfacher ist, bequemer und weil kein Pain da ist. Der nur der Pain kommt dann halt mit der großen Waschen, spätestens wenn ich im Sterbebett liege und dann wieder mein Face of Horror habe, von wegen, weil ich habe nichts gemacht aus meinem Leben. Also ich weiß, mein Urgroßvater ist knapp 106 geworden. Und dem hatten sie mit, da war Mitte 40, also unser Alter, und also deines nicht, haben sie gesagt, okay, das sieht nicht gut aus. Und der hat sich dann entschieden, nicht weil er die jetzt denen beweisen wollte, dass sie falsch liegen, aber er hat sein Leben umgestellt und ist auf Rohkost gegangen. Das war für ihn genau sein Ding. Wird bei vielen anderen überhaupt nichts bringen wahrscheinlich, aber für ihn war es das. Und der ist damit 106 gefasst, also nahezu 106 geworden. So, gut, klar, Genetik, alles so dran. Aber die Prognose war nicht gut. Bei meinem Großvater war es so, auch Mitte 40, ein Herzfehler und gesagt, 2-3 Jahre. Der ist auch weit über 90 geworden. Aber in beiden Fällen Anpassung im Leben. Und die musst du tun. Fitness. Und das, Fitness ist Adaptierung. Ja. Und ich sage jetzt nicht, dass wir, wenn du ein Krankheitsbild hast, wird welche geben, dann müssen wir anders rangehen. Ja? Aber ich glaube, du kannst viel, viel tun. Und da war es jetzt Essen, Bewegung und im weitesten Sinne eben sich erhalten. Ja. Wenn wir das sagen, Fitness ist eine Erhaltung. In jeder Hinsicht. Und Adaptierung. Und der erste Schritt in die Richtung ist in Wirklichkeit gar nicht das Körperliche, die Adaptierung jetzt im Sinne von wegen, stellen meine Lebensgeschichte um etc., sondern der erste Impuls dazu wird im Hirn geben. Somit ist es einfach eine mentale Einstellung mal. Ja. Und damit fängt er sich an. Aber und das heißt, es gibt ja in der Forschung, dass du Impact und Wiederholungsrate. Mhm. Ja, das heißt, je höher der Impact ist, desto geringer ist die Wiederholungsrate. Und wenn wir mit unserer Hand auf die heiße Ofenfläche greifen, dann ist der Impact so hoch, weil es so schmerzhaft ist, dass wir das wahrscheinlich nicht mehr tun werden. Und wir werden manche Fehler, wo der Impact niedrig ist, immer und immer wieder machen. Aber diese Relation ist genau das, was wir gesagt haben in Bezug auf Krafttraining. Ja? Wenn der Impact, nämlich der Schmerz nachher, so hoch ist, ja, am nächsten Tag. Dann stelle ich mir die Frage, wie hoch muss die Motivation sein, dass ich das wieder mache? Weil da geht es ja nicht nur, der Geist ist schwach und du bist eine Pussy, sondern geht es darum, dass der ganze Körper sagt, weil Schmerz ist Alarm. Ja. Der ganze Körper sagt, oh, dann mach das nie wieder. Ja, Ausnahmezustand. Und der Körper sagt, wenn du zum nächsten Training gehst, lass dir 100.000 Sachen einfallen, damit das nicht passiert, weil es ja mit Schmerz assoziiert wird, mit maximalem Schmerz, der ja in Wirklichkeit lebensbedrohend ist. Ja. Also das heißt, wenn ich jetzt das Training so mache, dass dieser hohe Schmerz nicht da ist, sondern mehr ein emotional und körperlich gutes Gefühl. Ja, auch wenn ich fertig bin. Aber dann geh ich wieder hin. Und wenn ich am nächsten Tag nicht aus dem Bett, oder ganz geschmeidig aus dem Bett, was kann man sagen? Pah, gut, dann gehe ich ja wieder. Aber wenn ich mich nicht bewegen kann, dann wehrt sich im Unterbewusstsein alles dagegen. Also das heißt, dieser Ansatz, nur wenn ich nicht schwitze, dann ist nicht, und wenn es nicht Wetter hat, ja. Das sind diese, die im Wirtshaus sitzen. Das funktioniert so nicht. Ja, du musst. Nein, du brauchst ja ein Grundsetting, wo es dir gut geht und nicht, wo du willst ja nicht bestrafen dafür. Das ist ja keine Strafe. Ja, aber das sind ja die meisten Leute dafür. Ne? Die gehen dann trainieren oder machen sich irgendwelche Kurse, weil, keine Ahnung, jetzt haben sie auf Instagram gelesen, dass das und das böse ist, was gegessen haben und jetzt müssen runterarbeiten. Ja, oder es ist eine Strafe. Jetzt habe ich ja dort gegessen, jetzt esse ich einen Tag nichts. Warum? Davon habe ich mich schon lange verabschiedet. Wenn, ich glaube, da ist auch, du kannst alles essen, es kommt nur auf die Menge an. Ja, und grundsätzlich gibt es aus meiner Sicht nichts, was verboten gehört oder sein sollte. Es ist halt die Frage, wenn ich natürlich jeden Tag um 3 Uhr 2 Stückchen Kuchen esse und eine große Trinkschokolade und
dann werde ich vielleicht ein Thema haben, wenn ich nicht drumherum noch mal. Ja, aber das haben, wir schon oft gesagt, immer, wie wir auch mit der Lise, wie wir die Ernährungsthemen diskutiert haben. Das Problem, das wir heute haben, ist, dass der Körper es ja sehr gerne hat, weil es eine sehr hohe Energiemenge, die in sehr kurzer Zeit ja, ist. So, Zucker ist Sucht. Deshalb mag der Körper es sehr gerne. Aber wir heute, das Problem, dass die Verfügbarkeit permanent ist. Mhm. Es gab diese permanente Verfügbarkeit dieser hochkalorischen Bomben, gab es ja nicht. Die gab es nicht. Heute, wenn du am Freitag um 8 Uhr auf die Nacht auf der Couch sitzt und sagst, ich hätte gerne einen Schoki und du hast keinen, fährst auf die Tankstelle und kaufst an. Mhm. Diese Möglichkeit gab es ja, ja früher nicht. Gab's nicht. Wenn du bis Samstag 12 Uhr nicht der Geschichte bis Sonntagabend Gericht gehabt hast, dann war Hunger. Ja. Weil und so wie du gesagt hast vorher, im Endeffekt, wir sind genetisch trotzdem noch immer die Neandertaler und die haben halt irgendwo ein paar Früchte gefunden und weiß ich nicht, vor dem Winter haben sie sich zugemästet mit Honig, damit sie ein bisschen was angesetzt haben und das war's. Aber wir haben diese Verfügbarkeit. Wenn du was willst, kannst du es permanent haben. Und wenn du dich da nicht... Ja, das müssen aktive Entscheidungsprozesse ja sein, dieses können wir wollen, was wir wollen. Ja. Das ist ja aber ist ja schwierig, wenn man alles nach außen hin auslagert ja, und ja, sich selber nicht mehr den Spiegel vorhält und sich mit sich selber nicht mehr beschäftigen will. Für mich sind es immer so Selbstüberlistungsgeschichten, auch von ja Menschen, das rate ich ihnen. Sage, du, das Problem ist nicht des Naschens. Das Problem des Naschens und des Hingreifens ist nicht deine Schwäche. Ja, du bist nicht schwach, wenn du der Naschlade nicht widerstehen kannst. Du bist schwach beim Einkaufen, wenn du dich in der Naschlade fühlst. Weil wenn du den Schoko gar nicht ausleihst und du keine Schokolade zu Hause hast, dann kannst du nicht schwach werden. Weil in der Situation, wenn ich vielleicht irgendwas im Garten gearbeitet habe oder laufe und ich bin vielleicht unterzuckert, weil und ich weiß, die Lade ist voll, dann brauchst du so einen riesen Willen, dass du dort nicht hingreifst, weil die ist ja da. Wenn die Naschlade leer ist, weil sie gar nicht existiert, dann kannst du nicht, okay, dann greifst du halt zum Apfel. Ist auch süß oder presst du Orange, wie auch immer, hast du was anderes. Und isst vielleicht eine Karotte und merkst, die ist auch süß. Ja? Aber erst dann merkst du, dass die Karotte süß ist. Ja, aber das ist wirklich ein ganz, ganz schweres Thema, weil da spielen so viele Aspekte rein. Also ich habe irgendwann mir mal eine Zeit lang, das war in der App möglich, da konnte man sich ein Wochenziel setzen. Und das lag entweder, konnte man das fixieren über eine Distanz, über eine Zeit oder, und jetzt, das habe ich gemacht, über einen Kalorienverbrauch. Dann habe ich gesagt, okay, ich würde gerne in der Woche durch, unabhängig von meinem täglichen Leben, durch sportliche Aktivitäten so viel umsetzen, dass ich so gute anderthalb Tage Puffer habe. Ja? Das waren so 3000 Kalorien, roundabout. Und dorthin zu kommen, war immer eine Challenge. Weil dorthin zu kommen heißt, du musst mindestens, du kennst es ja auch eben vom Laufen, 10 bis 15 Kilometer Läufe dreimal die Woche. Dann bist du dort. Und dann war das mit der Schokolade. Wenn du dann siehst, du hast die 100 Gramm und du weißt ganz genau, wenn ich das jetzt esse, muss ich da einfach 7-8 Kilometer laufen, um das runterzugehen. Ah. Das war für mich sozusagen ja das Learning, die Frustration, ist nicht zu tun. Weil da war ich dann einfach zu geizig, dann zu sagen, warum sollte ich jetzt also auch nur einen Kilometer mehr laufen? Aber aber weißt du, Frustration, aber auf der anderen Seite im Experiment Wissen erfahren, weil du es ganz genau den Zusammenhang, und den wirst du dein Leben lang nicht mehr vergessen, zwischen 100 Gramm Schokolade und wie viel muss ich leisten, damit ich das energetisch ins Gleichgewicht bringe. Und das haben die Menschen nicht. Wenn sie es nicht durch so einen Weg erfahren und selbst lernen und einmal wirklich bewusst den Zusammenhang spüren und sagen, wie viel, ja, das ist immer so das Beispiel, wenn die Nordic Walking Damenrunde ja, im mittleren Tempo tratschend eine Stunde geht
und dann treffen sie sich bei einer in der Gruppe und nehmen einen Kaffee und einen Kuchen und mit dem Kuchen haben sie sich schon mehr eingehaut, als was sie verbraucht haben und dann sagen sie, ja, aber wir gehen nicht dreimal und es passiert nichts. Ich sage, ja, es geht sich nicht aus. Es geht sich aber insofern aus, dass wenn sie es nicht machen würden, sie und aber an der Essroutine nichts ändern, dass sie zumindest mal eine Begrenzung, Schadensbegrenzung dann machen. Aber diesen Zusammenhang, wie viel Energie liefert dieses Nahrungsmittel und wie viel Energie verbrauche ich? Die Menschen haben unglaubliche Nicht-Ahnung von dem, was wir, ich glaube, wir verbrauchen Unmenge. Wenn du dir vorstellst, was... Aber wir würden heutzutage gar nicht existieren, wenn wir so unökonomisch wären. Ja, natürlich. Ja, das ist ja der Punkt. Wenn du überlegst, bei einem normal gebauten Menschen, die Fettreserven, die wir in uns tragen, wie viele Marathons wir nur anhand dieser Fettreserven machen können. Darum sind wir auch... Guter Ansatz. Was du vorher gesagt hast, in Bezug, wenn beim Laufen, Ernährung und so weiter, ja, hast du schon jemals einen Afrikaner bei einem Marathon was essen gesehen? Ich noch nie. Jetzt kann ich, aber weißt du, da kann ich sagen, ganz zynisch gesagt, der macht das in 2 Stunden und vielleicht 5 bis 10 Minuten. Das Interessante daran ist, der rennt ja nicht im Kohlenhydratstoffwechsel. Ja. Also das heißt, auch wenn es dementsprechend lang ist. Das Ziel muss sein, den Fettstoffwechsel so in eine Richtung zu bekommen, dass es sich, ausgeht. Es ist schon richtig. Ich würde auch niemandem empfehlen, sagen, nein, ist nichts weiter. Aber jetzt die Vorstellung, ja. Dass du's, ich bin bei dir, Grundsätze vom Vermögen her, schafft das jeder Körper. Wir könnten auch 2 hintereinander machen. Wenn es notwendig ist, ist das überhaupt kein Thema. Ja. Aber es ging ja darum, wir wollen ja, wenn wir den Sport als Add-on zum täglichen Leben haben, den nicht machen. Ich will jetzt nicht mit dir 30 oder 35 Kilometer laufen und schwer hungrig, weil wir, was weiß ich, um 6 aufgestanden sind. Aber was habe ich damals gegessen, wie wir den 30er gerannt sind? Ich habe kein Gel verwendet. Nein. Ich habe mein Beef Jerky gegessen. Ja, ja, du hast getrocknetes Fleisch gegessen, das ist korrekt. Ja. Für mich funktionieren die Gels. Ja. Ja. Also für mich war das Beef Jerky und weiß nicht, energietechnisch wird das jetzt nicht super viel gebracht haben, aber es war für mich mindestens auch mental einfach diese Geschichte, ich habe was im Magen und passt schon, ich habe Energie. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu den Neandertaler, ich meine, die haben, weiß ich nicht, 4 Stunden, 5 Stunden lang mit dem Mammut vielleicht sich abkämpft oder mit dem Säbelzahntiger, damit so ein Stück Fleisch kriegen. Da soll es keinen Kuchen geben und da hochkalorisches Essen. Die haben aber ein anderes Verhältnis höchstwahrscheinlich dazu gehabt, wenn wir das Grummeln im Magen haben, was uns eigentlich, was kein Hunger ist, sondern ein Appetit. Ja? Weil Hunger, ich glaube, wir wissen gar nicht, was Hunger ist. Ja? Dann ist bei uns sofort da, okay, das ist eine Imbalance, die müssen wir ausgleichen. Die sind wahrscheinlich ihr ganzes Leben mit Imbalance oder 90% deshalb, Leben deshalb mit dieser Imbalance. Deshalb funktioniert in letzter Konsequenz für die Leute dieses intermittierende Fasten, ja. Weil sie einmal drauf kommen, dieses Krummeln zu übergehen und dann ist es eh wieder weg. Mein Vater hat das über viele Jahre gemacht, und zwar ein Fasten, das teilweise bis zu 30 Tage gedauert hat und nur aus Mineralwasser bestand. Und das hatte da gesundheitliche Gründe, aber er hat auch gesagt, es war die Zeit der ersten 5 Tage, die Hölle ist, wenn dann der Körper danach schreit, wenn du Kopfschmerzen bekommst, wenn wirklich alles nach Überleben in dir schreit und dann merkst du, wie der Körper sich anstellt und du nicht mehr bei 2000 Kalorien verbrauchst, bis so ein Körper fährt runter. Teilweise geht das dann bis 800, 900, weil wir sehen ja auch, wenn Menschen nach einer Naturkatastrophe oder auch Gefangenschaft und so weiter unter widrigsten Umständen trotzdem überlebensfähig bleiben, zeigt das uns doch, was wir zu leisten imstande sind, was dieser Körper aushalten kann. Der kann enorm viel aushalten. Dann kann man auch sagen, brauchst jetzt das Gel mit 150 Kalorien, obwohl du weißt, du bist in der Stunde sowieso am Ziel. Ist das jetzt essentiell? Das ist vielleicht eher eine Geschichte. Ja, aber es geht wieder um die Anwendung. Ich hab Leute schon gehabt, die sind am Rad gesessen, Mountainbike-Ding. Der Fettstoffwechsel war in Ruhe sitzen. Nicht einmal leer treten. Ja? Und sobald er so treten begonnen hat, war schon.
Der hat maximal unglaublich, unglaubliche Kraft, unglaublich getreten, maximal. Aber es war, also das war verkehrte Pyramide, ja. Der hat da unten nichts und oben. Puf. Und dann sage ich nachher, sage ich, naja, und wie tust du, wenn du jetzt Salzkammergut-Trophy fährst, 120 Kilometer mit Mountainbike? Naja, du, alle 20 Minuten muss ich schon gehen und so, sage ich, und wie gehst du da mit dem Magen? Naja, zweimal habe ich schon aufgeben müssen, weil der Magen, wenn die Zuckerkonzentration im Magen zu hoch wird, sagt der Magen, tschüss, aus, ich nehme nichts mehr auf, und dann holst du nicht mehr Wasser. Mhm. Ja. So, der hat so eine hohe Zuckerkonzentration im Magen gehabt, dass er nicht, aber er hat alle 20 Minuten ein Gel braucht, weil sonst hätte er nicht weiterfahren können. Weil der so nur Kohlenhydrate verbrennt hat und das Superbenzin so befeuert hat und überhaupt keinen Anteil an den Fetten da war. So, und das ist das, wo die Leute dann, ja, ich will ja, keine Basis haben, und sagen, nein, ich will so schnell, ja, und das geht von der Kraft her und von allem, nur halt der Treibstoff fehlt. Und dann greift man jede halbe Stunde zum Gelbackel und das ist so, wie wenn, weiß nicht, wenn dauernd die Tankstelle in dir herfährt und du fest einfühlst. Ja? Nur dann erreichen sie das Ziel trotzdem nicht. Ja? Und dann wird dieses Tool, das manchmal Erfolg oder sehr gut einsetzbar sind, damit jemand sein Ziel erreicht oder als Hilfestellung, kriegt dann so einen übermäßigen Anteil an dem Ganzen und der ist auch nicht gut. Ja? Mhm. Das meine ich damit, ja? dass die Leute dann viel zu schnell und zu einfach zu dem greifen, ja, weil sie auch propagiert wird. Ja, natürlich, es ist ja auch eine Industrie dahinter. Ne? Das ist so wie die Flüssigkeitsaufnahme während der Läufe. Früher hat es das gar nicht gegeben. Ja? Haben sie auch keine Probleme gehabt, ganz wenige, die irgendwo auf einem Marathon kollabiert sind oder so, weil sie zu wenig getrunken haben oder nichts getrunken haben. Ja? Dann sind diese Anbieter auf den Markt gesprungen, sponsern Stellen hin und. Es hat eigentlich mehr Probleme gegeben mit Menschen, die zu viel getrunken haben, als mit Menschen, die zu wenig getrunken haben. Also zumindest für, ja, wenn du nur Wasser konsumierst. Was ja, auch mit diesen ganzen Säften und so weiter. Also die Probleme sind mit dem Trinken und mit dem XY, wie auch immer, größer als vorher, wo es nur Wasser gegeben hat zum Beispiel. Taleb, ja. Ist auch wieder... Ja. Teil seiner Philosophie im Endeffekt. Ja, aber das. Und da geht es um Kohle. Da geht es einfach um riesen viel Kohle. Und ich freue mich schon auf nächste Woche dann beim VCM. Ja, dass wir wieder die Gesamtpopulation sehen, was die Leute. Ich vermute auch, dass wenn wir nächste Woche den Vienna City Marathon laufen, dass ich wahrscheinlich Force of Habit, eine Gatorade-Flasche dabei haben und ein Powerade und bestimmt 2-3 Gels. Aber wir werden uns auf jeden Fall am Vorabend, wie gehabt, ja, und wir werden auf alle Fälle messen mit auch Beiträge für den Podcast. Naja, natürlich, vor allem ist ja der Martin auch dabei, unser quasi glücklicher... Ja, da bin ich auch, freue mich drauf, das heißt, wir sind dann in der... Wir sind zu dritt, ja, genau, und am 25. Mai sind wir dann sogar zu viert, ne? Ah ja, das ist dann hier der City Run. Genau, die 10 Kilometer, fünfmal dieselbe Runde. Ja, ich habe es gestern noch gelesen. Wir haben die Strecke geändert, weil voriges Jahr war es ja noch irgendwie, da hat bis 2 Runden gerannt mit Milag und bla bla bla. Ja, aber jetzt müssen wir ja alle Landesausstellungsmerkmale besichtigen. Fünfmal. Ja, ja. Ja, wir laufen so schnell vorbei, dass wir es bei einem nicht waren. Ja, jetzt im Friedrich gestern auch gesagt. Ah, am 25. Mai bist du in Neustadt. Nein, aber was du sagst, es ist schon lässig, da mal beim einer Freundin, die mit großen Flyen so einen Night Run gemacht, ja. Und das ist da vor Eisenstadt in den Weinbergen, ja. Und da war so ein Start, so leicht bergauf, und das war einfach nur so ein Riesen-O. Ja? Mhm. Das Problem war, du bist weggestartet, leicht bergauf, rüber, und dann ist es gegangen, bergab. 500 Meter leicht bergab, dann bist du Kurve, und dann bist du aber 500 Meter, ja. So eine Möbius-Schleife. Aber das war so geil, weil finster, ja, und dann haben sie beim Wendepunkt haben sie ein Partyzelt aufgebaut, da haben sie Musik und dann hast du gewusst, oh ja, da auf, ja, das.
Und das hat beim dritten Mal so weh da. Ja? Also ich kann jetzt eigentlich. Aber du rennst immer wieder bei den, also für sowas finde ich es nett, du rennst immer wieder bei den Leuten vorbei. Ja. Ja? Ja. Also wenn du in der Akademie rennst, rennst halt, ob du das alleine rennst oder im Wettkampf rennst. Aber wenn es so immer Leute sind und irgendwie, dann ist es schon. Hat auch was, ja, definitiv. Das ist beim VCM ja auch immer wieder faszinierend. Ja, das ist beim VCM. Am Dackel sitzen und da irgendwelche wieder spielen, voll angesoffen vom Vorderknochen. Ich war jetzt vor einer Woche in Südafrika laufen, Halbmarathon spontan. Und da habe ich gemerkt, das war mal unabhängig davon, dass es natürlich klar, wie jetzt Hitze ist, vielleicht für uns war es in dem Moment etwas schwieriger, weil wenn du jetzt aus der Kälte kommst, aber gut, ich habe mit Hitze wenig Probleme. Was ich aber dort festgestellt habe, die haben einen relativ starken Wind, an das muss man sich super gewöhnen. Und was ich bei den meisten Teilnehmern gemerkt habe, weil wir gerade über Höhen und also wenn das sehr profilierter Kurs ist, und da waren keine großen Steigungen drin, aber du hast gemerkt, bei Otto Normal sind diese langgezogen, wenn es mal über einen Kilometer nur mit 2, 2,5, 3% läuft, wo die dann in der G-Phase sind. Da bin ich immer so dankbar über die Trailruns, die Waldläufe, die man macht, wo du dann sagst, na, komm. Das jetzt, aber ich weiß, wie es ist. Ich habe viele Jahre in Hannover gelebt und Sport gemacht, wo da gibt es keinen Berg. Ja. Ja? Und wo du jeden Anstieg merkst, und der war zum Schluss, zum Ziel hin, war es 1,5 Kilometer, ich würde so sagen, vielleicht 3,5%. Und die tun weh. Ja. Die tun weh. Da brennt das Radl. Ja. Wo wir dann als Vertreter des Bergvolkes sagt, okay, da kannst du noch 500 Leute überholen, weil die da einfach. Ja. Du mir da mal wer erzählt, man auch nur aus erzählender Erfahrung. Venedig-Marathon, wo du denkst, ja, Achso. Brücken. Ah, Brücken, ja. Die machen dich fertig. Ja, das hast du wie wenn du Stadtläufe machst und bist Kopfsteinpflaster. Ja. Völlig unterschätzt. Aber die Brücken rein, wenn du alle Brücken zusammenziehst, machst du eine Menge Höhenmeter. Eine Menge Meter, das stimmt. Ja. Und bricht immer den Laufrhythmus. Und da geht es wieder darum, auch haben wir vorher gesprochen, ich muss halt die Fähigkeit haben, meinen Rhythmus dementsprechend zu ändern. Und wenn es halt bergauf geht, dann muss ich halt den Schritt kleiner machen. Ja, ja. Das ist aber etwas, das lernst du eben nur, wenn du variabel bleibst. Siehst ja auch immer, wenn ihr postet, das sind die Distanzläufe drin, die relativ low profile sind. Dann hast du wieder die Trails. Ja. Aber es geht auch manchmal darum, ich habe es halt manchmal bei Leuten gesagt, ja, und da gibt es so Läufe, die sich halt eignen, eine Bestzeit aufzustellen. Das eignet sich für einen Halbmarathon oder 10-Kilometer-Lauf, eignet sich der Bistingtal-Lauf sehr, sehr gut, weil es geht tendenziell leicht bergab, das ganze Bistingtal. Ja, aber es ist eine Steigung drinnen. Ja. Und das ist aber so eine Steigung. Oh. Ja? Und da muss man sagen, hey, renn dorthin, schalt drei Gänge runter, die 500 Meter oder 300 Meter, so viel Zeit verlierst du nicht. Das ist der Punkt. Das merke ich immer wieder, dass man am Berg muss man schauen, dass man nicht ans Limit geht. Ja. Und dass man einfach sich sagt, okay, der ist jetzt, psychologisch tut der weh, weil du das Gefühl hast, du machst keine Strecke gut. Ja. Aber es ist entscheidend, ist vom Berg runter dann. Ja. Und das ist ja genau dasselbe beim Traillaufen. Gestern der erste wieder 2019 endlich wieder in Bad Fischau. So wie du sagst, das ist eben so, ich bin so langsam, mach keine Meter. Und dann machst du eine kurze Pause, setzt dich in die Sonne, schaust aufs Handy und bist gerade mal einen Kilometer gelaufen nach einer gefühlten Stunde oder so irgendwas. Ja. Aber das Gefühl eben danach, wenn Trail laufen ist, da wieder was ganz Eigenes, du kennst dich auch im Katzlersdorf etc., du bist einfach so geerdet, dass automatisch nach einem gewissen Punkt schaltest du einfach ab. Ja. Das ist halt, das sehe ich den großen Vorteil einfach am Trailrun. Weil dann spazierst du halt einmal, weil da denkst irgendwann nicht mehr drauf, weil es tut schon weh oder was auch immer. Aber es ist einfach ein ganz anderes Gefühl und auf einmal stehst du neben die Rehe und die rennen fünf Meter. Ja, aber da musst du halt, da geht es halt wieder darum, da geht es nicht um Uhr, da geht es nicht um genau. Camp, da geht es nicht raus. Und wenn einfach das Ohrwaschel pfeift, dann gehe ich halt einmal ein paar Meter wieder. Ein paar Meter. Fertig. Und wenn es dann wieder flacher ist, dann laufe ich wieder an und dann. Ich habe, als wir das erste Mal vor 2 Jahren in Wien gelaufen sind, also, genau, die Staffel, da war es
auch so aus der Erfahrung heraus, wenn du viele Läufe gemacht hast, ich habe von Anfang an gesagt, wir gehen das langsam an. Ab bei Kilometer 10, da kann man mal schauen, da hat sich es ein bisschen aufgelöst. Vorher ist das auch für die Gelenke nicht gut, wenn du links, rechts gehst, du machst Kilometer, die dir nichts bringen. Ja. Und bei Kilometer 10 lichtet sich das und alle, die, wo du das Gefühl hast am Anfang, boah, die gehen alle weg, was ist das, sind das alles Profis hier, ja. Die siehst du ab Kilometer 15, siehst du die wieder, entweder weil sie schon laufen oder weil sie rausgehen. Und das muss man nur aushalten. Aber das ist halt, das Coaching, also wo ich den Leuten sage, ey, lauf so weg. Wenn dich alle überholen, lass sie. Ja. Ja? Das sind nicht die Guten, das sind die Ahnungslosen. Ja. Weil in dem Block, wo du stehst, sind keine Guten. Ja? Dort, wo du stehst, sind keine Guten. Ja? Also lass sie laufen, sie haben keine Ahnung. Spätestens bei Kilometer 5 hast du sie alle. Ja. Und die haben dann aber Probleme bis zum Ende. Du keine, weil du kannst noch nachlegen. Und wenn du dir anschaust, das ist ja auch wieder so, dass die Splitzeiten. Ja, das haben wir ja auch bei den Weltklasse-Leuten im Marathon, der zweite schneller ist als der erste. Ja. Bei allen. Das ist auch meine Erfahrung. Du fängst mit manchmal, gut, ist auch verkehrsbedingt, halt bei 6:30 an. Und das kann dann runtergehen bis 4,45. Ja. Und da reden wir aber über die letzten 2 Kilometer. Richtig. Ja. Und das ist nicht schon gewaltig. Und dann sind wir wieder bei dem, da sind wir wieder bei der Emotion. Wenn, also du trainierst dafür, es gibt ja viele, die trainieren für diesen Wettkampf und dann, ja, so. Und wenn sie sich an diesen Plan halten und dann am Schluss noch den schnellsten Kilometer laufen können, und mit so einem Smile und mit einem Hochgefühl durchs Ziel laufen, dann haben wir gewonnen. Richtig. Wenn der bei Kilometer 15 oder beim Marathon bei Kilometer 30, 32, bis den reißt und der auf allen Vieren ins Ziel kriecht, ja, dann ist der ganze Event negativ behaftet, nämlich für den Körper. Ja, na klar. Ja. Und dann ist ein Problem. Im nächsten Training, beim nächsten Wettkampf, und die kriegen dann eine mentale Sperre auch teilweise im Kopf. Na. So, und dann erreichst du es nie. Und deswegen sage ich immer, fangen wir defensiv an, schauen wir uns das an, was passiert. Ja. Ich habe jedenfalls jetzt zum Schluss eine Sache, damit die sozusagen jetzt im Bild und Ton festgehalten ist. Der Marco und ich, was wir machen werden, ist... Nein, wir haben eh schon mal, wir haben es mal angesprochen, es kommt jetzt nicht irgendwie aus dem Off. Wir werden mal einen Trainingsmarathon machen. Ja, das... In den nächsten, sagen wir, 6 Monaten und werden sozusagen mit Live-Schalte. Na, wir werden einfach die Marathon, also eine Marathonstrecke laufen, aber halt ohne Stress. Und wenn es 6 Stunden sind, die wir brauchen. Das ist völlig egal, aber wie gesagt, gibt ja jetzt auch Trainingsansätze, die sagen, man kann die Volldistanz oder sollte sie auch mal im Training gehen. Das ist auch bei den Profis inzwischen nicht mehr außerhalb jeglichen Trainingsprogramms mal nicht die Volldistanz zu gehen. Und wir machen das einfach mal aus Spaß an der Freude und werden auf alle Fälle alle Follower daran teilhaben lassen. Auf jeden Fall. Wenn wir richtig bluten. So wie beim 30er schon. Und das war eines der geilsten Gefühle, die ich je sportlich erfahren habe. Auch wenn es eben schon, ich glaube ab Kilometer 25 oder so, habe ich wirklich jeden Kilometer stehen bleiben müssen und kurz reindehnen, weil einfach schon zu. Aber das Gefühl danach war einfach unglaublich. Und ich bin danach... Also am nächsten Tag mit der Denise oder was dann am Dienstag, ich weiß nicht, ein oder zwei Tage später warst du noch. War ich 8 oder 9 Kilometer mehr oder weniger auslaufen und das hat sich angefühlt, wie als wäre ich auf Luft daherkommen. Ja. Und das war schon ein ganz wichtiger Knackpunkt für mich, mental, körperlich, dieses Laufen anders zu sehen auch. Also allein die 16 Kilometer damals, die Staffel, die wir gelaufen sind, wo ich gesagt habe, alles nur 10 Kilometer ist einfach Suizid. Über 10 Kilometer laufen. Und dann bin ich zum Handkuss gekommen durch die Studienkolleginnen, die mich mehr oder weniger einfach angemeldet haben. Wo ich das erste Mal gemerkt habe, okay, es geht. Dann die 20, da hat man dann letztes Jahr eigentlich echt gut gegangen ist. Und ich sage, wo noch viel mehr gewesen wäre, wenn nicht, da war extrem viel Verkehr. Ja, ja. Also da war auch organisatorisch das ist aber Wien. Das ist halt einfach eng. Aber das war völlig absurd voriges Jahr. Also die Wasserstation direkt neben der Bananenstation, dann hast
die Wasserlachen mit den Bananenschalen drinnen und alle tun nur noch Eislaufen in Wirklichkeit. Ja, das, die müssen halt das die hat alles 90 Euro Startgebühr. Ja. Das, no, das, das muss auch mal gesagt werden. Aber ich freue mich schon. Aber darum sage ich, ich bin so ein Fan, wenn die, wenn die, wenn die, wenn die Leute sagen, so rennen Anfang Oktober in Biestingtal, ja, beim Halbmarathon, da rennen vielleicht 50 Leute, ja, da hast du Platz, ja, da rennst du den Graum runter, wenn das Wetter passt, relativ schön, leicht bergab. Ja. Ja. Es ist, also Wien wäre, auch vom Profil her ist es kein schneller, selbst wenn kein Verkehr ist, ja, weil du einfach, es ist sehr profiliert, aber du hast ja nun für nächste Woche zumindest mal dein Ziel ausgerufen, ja. U2. Ja. Ich habe gestern einen Lauf gemacht, gut, der war auch mit ordentlich Profil und war dann wieder zu Hause, ich wusste, es ist eine 13er Strecke, gucke aber in der Regel erst zum Schluss auf die Uhr und dachte mir so, okay, habe das dann mal hochgerechnet gesagt, da müsstest du jetzt so weiterlaufen wie die letzten 3 Kilometer. Schauen wir mal, bis nächste Woche. Ja, aber Wettkampfsituation ist trotzdem wieder was anderes. Ja, ist was anderes, aber es sind eben, ich habe Respekt vor den ersten 10 Kilometern, weil es einfach mördervoll ist. Das schon, aber wenn wir die ersten 10 Kilometer wirklich so, wie wir immer gemacht haben, wenn wir gelaufen sind, wirklich... Ah, das wettert das Schwarze. Weil es sind schon unter 2 Stunden, das ist 5,34. Ja. Wenn es 10 Kilometer, wenn du 10 Kilometer... Ja. Oder ist die Hälfte ungefähr mit 6,30, dann fehlen da 20 Sekunden ja. auf 10 Kilometer, dann musst du 10 Kilometer in der da musst du 5er Zeit rennen und das ist dann schon ambitioniert. Ja. Und deshalb, und ich weiß ja gar nicht, aber das werden wir nächste Woche rausfinden, auch Block ist entscheidend, ja, weil wenn im letzten Sportblock ist, ist das ein Blödsinn. Aber wir haben es jetzt beim Nightrun. Das war wirklich organisatorisch war super gemacht, nur wir waren an der falschen Stelle und der Startschuss ertönte und wir waren nicht da. Wir standen, also Startschuss war am Wiener an der Universität und wir waren zu dem Zeitpunkt noch am Parlament oder weit hinterm Parlament, das heißt, mussten dann noch gute 500 Meter. Der Vorteil war aber in dem Moment, die waren alle weg. Und man konnte die Pace durchgehen und ich bin kein schneller Läufer, aber in 21 Minuten den Nightrun gemacht und ich würde es wahrscheinlich nie wiederholen können, war aber die Tatsache geschuldet, dass du nicht im Pult gestartet hast. Also einfach. Na, schauen wir einfach nächste Woche. Vor allem Wettkampfsituation ist trotzdem ein bisschen was anderes, auch zwecks Push und Motivation und auch vom mentalen Aspekt her einfach. Also ich glaube, ich bin jetzt in Südafrika, glaube ich, 2:06 gelaufen und das waren Bedingungen. Du kommst aus der Kälte, gehst in die Hitze, du hast den Wind noch gehabt, auch Profile. Ja, aber es war kein Verkehr. Wenn man das, es ist möglich, aber es sind halt 5,34 oder was. Die musst du. Ja. Das ist sportlich auf jeden Fall, ja. Naja, aber also das. Ja. Wenn nicht, lasse ich euch den Vorzug. Schauen wir mal, was passiert. Ja, ich danke euch für die Einladung. Ja, danke fürs Kommen. Genau. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche beim VTM. Yes. Oder dann unsere Zuseher und Zuhörer auch und hoffentlich. Wir sehen uns dann am 25. Mai. Genau, am 25. laufen wir zu viert. Herzlichen Dank. Eine Stunde 45, so viel zum Thema, über was reden wir eigentlich? Und hoffentlich kriegen wir genug Sprechstoff. Also da brauchst du bei uns keine Sorgen machen. War mein Fest. Vielen herzlichen Dank. Abonnieren auf der Seite, jetzt mittlerweile. Super, yes. Bam, 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 bam. Und ja, Fragen stellen, Ideen teilen, Anmerkungen, Beschwerden, Wünsche, was auch immer. Beschwerden an Marco. Immer. Genau. Beschwerden. Seite aus. Das war ein Zeichen. Mikrofon gelockt. Ja. Arrivederci. Tschüss. Tschüss.